Jetzt geht's mit Destiny, nicht mit Divinity, jetzt geht's mit Destiny weiter, mehr der Ideen. Destiny 2 und Lightfall, dem neuesten DLC, mit Fabian Siegesmund. Da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe jetzt einfach schon mal hier in den Discord gleich rein und möchte mich an der Stelle natürlich auch erstmal kurz bedanken, denn es ist hier handelt sich hierbei auch um ein Sponsoring von Bungie und von Destiny 2. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Ich habe ja tatsächlich früher auch ein bisschen Destiny gespielt und ich bin ja sowieso der weltbeste Let's Player der Welt aus Deutschland. Insofern seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Vielen Dank dafür. Sowohl technologische, ja, also technologische und ökologische Wunder bei den Planeten bewirken kann. Also man kriegt dann sehr viel technologischen Fortschritt und so weiter und so fort. Das ist diese Kugel, ja? Das ist die große Kugel, die immer da zu sehen war, genau. Also die hat uns quasi auch immer beschützt dann vor der Dunkelheit, die immer näher gekommen ist. Und jetzt ist es halt so, dass jetzt kurz bevor diese Erweiterung rausgekommen ist, hat es die Dunkelheit in Form des Zeugen, der Zeuge ist quasi der große Bösewicht in diesem Universum, hat es vor die Tore der Erde geschafft und wird dann jetzt den Reisenden quasi angreifen, um ihn für irgendwas zu benutzen, was wir noch nicht so genau wissen. Das wird wahrscheinlich wohl auch in dieser Erweiterung noch nicht so ganz aufgeklärt. Aber das ist wohl die vorletzte Stage der Geschichte, oder? Ich wollte ja, nur ganz kurz Hallo sagen, bevor ihr noch die gesamte Destiny-Geschichte erzählt. Hallo Fabian, hallo Tidus. Hallo, ich grüße dich. Moin, ich habe selber gerade ganz gespannt zugehört, weil ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich Ahnung von der Destiny-Story, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo, erstmal. Hi, grüß dich. Guten Tag, guten Schönen Tag. Abend. Seid ihr schon im Spiel? Macht ihr schon Quatsch oder redet ihr nur? Also im Moment reden wir nur, wir warten ja noch auf dich. Genau. Okay. Ja, also der Zeuge und quasi die Dunkelheit, die sind jetzt vor den Toren der Erde und jetzt geht's quasi so richtig los, könnte man sagen. Es ist noch eine große Erweiterung geplant für nächstes Jahr, aber man hat schon so durchhören lassen, das wird dann mit Destiny trotzdem wahrscheinlich noch nicht so das Ende sein. Okay. Und du bist Tidus, was machst du Tidus bei, bist du bei Bungie? Nee, ich bin ganz normal Content Creator, Streamer, Fan. Genau, und ich bin Fan im Prinzip, könnte man sagen. Ja, also ich spiele das Spiel schon sehr lang, eigentlich seit Destiny 1 2014 mit der Beta rausgekommen ist, seitdem spiele ich das Spiel. Und das ist irgendwie so mein Main-Game und ich spiele zwischendurch auch immer andere Sachen nebenher, aber immer wieder zurück irgendwie. Okay. Genau. Welches ist denn also dieses? OBS weigert sich gerade, ich muss das kurz erklären, mein Zuhörer, OBS weigert sich, dieses Spiel anzuzeigen. Ich werde es jetzt über Bildschirmaufnahme machen. Das passiert einfach nicht. OBS okay. ist eben auch einfach mal spontan ausgegangen, kriegt dieses Spiel nicht gerendert. Ich weiß nicht warum. Hoffentlich habe ich jetzt nicht auch das gleiche Problem. Was ist denn das? Ich bin, glaube ich, ich habe aufgehört. Vor dem ersten DLC, glaube ich sogar. Was ist denn das aktuelle Lichtlevel, was gut ist? Also was hast du für ein Lichtlevel? Also mit der Erweiterung sind sowieso, vor dieser Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist am Dienstag, da war das maximale Level 1590, also 1590. Und jetzt ist es das Mini-Level, also das Minimum-Level ist auf 1600 angehoben. Mit anderen Worten, okay. Alle starten, selbst die Veteranen und die Neulinge starten mit demselben Level oder sind mit demselben Level gestartet. Aber ich sag mal, als Veteran kennt man natürlich so seine die Wege, um schnell hochzuleveln, sage ich mal so, ne? Ja, okay. Genau. Ja, Siegesmund ist offline, sagt bei mir jemand. Vielleicht kommt er von dir gerade rüber. Das kann nicht sein. Fabian war in seinem Leben noch nie offline. Ich war noch nie offline, nee. Nee, jetzt sollte es aber auch gehen hier. So. Okay, wie finden, wir müssen uns erstmal irgendwie adden, oder? Wie finden wir uns denn jetzt? Genau, wenn ihr mal auf euren Charakter geht, oder auf euren Namen oben rechts, wenn ihr da im Orbit seid und euer Raumschiff seht, dann öffnet sich ein kleines graues Fensterchen. Da steht dann euer Name und noch so ein paar andere Daten und dann steht da Bungie-Name. Das ist einmal euer Name plus ein Hashtag plus eine Zahl. Ja. Und wenn ihr mir die einfach mal in den Discord reinschreiben würdet, am besten, dann würde ich euch einfach mal zu der Bungie-Freundesliste hinzufügen. Die, das ploppt dann unten bei euch auf.
Und dann müsst ihr das nur annehmen und dann kann ich euch gleich in meinen Einsatztrupp einladen. Das ist im Prinzip ganz klar. Okay, eine Sekunde, bei mir lädt's noch. Ja. Fehler, deine Verbindung zu den Destiny-Servern ist abgebrochen. Bitte überprüfe deine Netzwerkeinstellungen. Zahl nochmal anschauen. Why? Tatsächlich ist mein Chat unendlich hilfreich und sagt mir gerade, dass man Destiny nicht screen-capturen kann, sondern man muss den Bildschirm filmen. Aus Anti-Cheat-Gründen wäre das so. Okay. So, 9771. Ich habe gerade einen Verbindungsabbruch gehabt. Das klappt ja hier wie am Schnürchen, Fabian, was? So. So, da haben wir schon mal das Erste. Dann tippe ich mal ein. Nicht, dass hier wieder Steam rumzickt, so wie gestern. Ja, wenn bei Destiny was Neues rauskommt, dann ist der Andrang oft sehr groß. Gerade am, ist es ja jetzt das erste Wochenende. Da kann es dann durchaus schon mal vorkommen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Traffic ist als gewohnt. Ich glaube, jetzt geht's. Aber es gab gestern auf jeden Fall, jetzt geht's, gestern auch ein paar Steam-Ausfälle. Also, aber jetzt scheint es zu gehen. Nächste Woche in Destiny? Nee. So, jetzt war hier, kam ein Invite, aber ich konnte nicht draufklicken. Wo finde ich den denn jetzt? Wenn du in deinen... Da habe ich ihn. Da Reject. Jawohl. Ich nehme Reject, genau. Doch keine Lust und weg. Wer ist denn das? Was soll das? So. Ich habe mich schon gefreut, dass ich 1600 Lichtlevel habe. Jetzt hat's aber, hast du mir ja die Illusion genommen, dass ich das erspielt habe. Sorry. Okay, Etienne Raute 9756. Aber jetzt, wo es der Chat auch sagt, ich kann mich erinnern, ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr auch nochmal gestreamt und da hatte ich das gleiche Problem, dass einfach OBS das nicht übertragen wollte, bis ich dann... Okay. Gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt einfach Screen Capture und dann ging's. Etienne, magst du die Zahlen nochmal sagen? Den Rest habe ich. 9756. Den Rest habe ich, der Rest war mein Name. Ja, ist schon auch nicht so leicht. Ja, ja. Sollte was so, bei dir angekommen sein. So, wie nehme ich das denn jetzt an? Ah, oh, das ist schon wieder weg. Wie nehme ich das an? Das ist wieder weg. Das du gehst unten auf, klickst einmal auf Navigator öffnen und dann hast du ganz oben rechts in der Ecke die zwei Männchen und da auf den Reiter gehst du einmal drauf. Ah, okay. Und dann sollte, wenn du auf der linken Seite siehst du einmal das Bungee oder das Destiny-Symbol, dann das Steam-Symbol und dann den Briefkasten quasi. Genau. Ja. Und das hast du jetzt schon angenommen. Perfekt. Etienne, ich habe dir gerade eine Einladung zum Squad-Stream geschickt. Okay. Moment. Oh, der Kollege Pepper ist im Chat. Bei mir auch. Ich soll die. Ah, der Multi-Watcher. Ich habe gerade erzählt, Fabian, wir kennen uns ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Da warst du noch, glaube ich, bei der BPJS. Genau. Kann es sein? Genau. Da hieß es sogar, glaube ich, sogar noch BPJS. Da hieß sie noch S und dann kurz danach hieß sie M. Da ist sie nämlich größer geworden. Da warst du nämlich, da warst du als Experte zu Gast bei Giga Games. Mhm. Und dann, dann haben wir uns immer wieder mal hier und da getroffen, GameStar und so weiter, pipapo, der Rest Geschichte. Aber es ist echt schon... Die GameStar Awards dann irgendwann. Genau, in München, dann ja. Bin ich dann für die Bundesprüfstelle da hingefahren und habe ich mich mit dir und dem Pepper an den Tisch gesetzt, weil ich dachte, den Etienne, den kenne ich. Ja. Wenigstens den kenne ich. Endlich normale Menschen. Ja, ganz, ganz schlimm war das. Und trotzdem hat der Pepper mich am nächsten Tag angeschrieben, was mit du versoffener Hund. Ja. Gute Zeiten. Gar nicht nach Pepper. Nee. Ihr beiden dürftet von mir eine Einladung zum Spiel bekommen haben, im selben Fenster, wo ihr gerade die Freundesanfrage bekommen habt. Einsatztrupp-Einladung annehmen. Genau. Ach, guck mal, du bist schon 1679. Du hast schon ein bisschen was gemacht. Geht aber relativ schnell. Meistens sind es die letzten 10 Level, also das Maximum ist jetzt 1810 im Spiel mit dieser Erweiterung. Die letzten 10 Level, das sind die, die am längsten dauern. Der Rest ist eigentlich relativ leicht zu erreichen, sage ich jetzt mal so. Und was ist das Max-Level? 1810.
Und dann gibt es noch bei eurem Charakter gibt es noch das Artefakt. Das wird jede Season zurückgesetzt. Das levelt man dann auch nochmal on top zu dem 1810 quasi. Okay. Aber das heißt, zwischen 1600 und 1810, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Ja, aber wenn man die Kampagne durchspielt, man kriegt wirklich regelmäßig Loot. Also es geht wirklich nicht nur ein, zwei Punkte hoch, sondern auch wohl mal 10, 20, 25 Punkte hoch. Also man kommt schon relativ schnell hoch. Bis, sage ich jetzt mal, Richtung 1750 geht es eigentlich schon relativ schnell. Okay, aber mein Equipment von das war nämlich ganz geil, kann ich an der Stelle mal sagen. Das Tolle an Destiny ist ja, dass es wirklich Crossplay hat und Cross-Progress. Ich habe nämlich angefangen, glaube ich, war das PlayStation 4? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich meinen Account. Nee, es war was, Xbox One? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich meinen Account übertragen von Konsole auf PC und habe jetzt hier also auch mein Equipment. Man kann man sich gar nicht angucken, jetzt hier mein Equipment, ne? Doch, kann man, theoretisch. Wenn du einfach auf, ich bin leider Controller-Spieler. Unten steht, was für einen Button ihr für Menü habt, unten in der Mitte. Und wenn ihr da einfach mal drauf drückt. Journey. Ah, hier, ja. Genau, ja. Dann seht ihr euren Charakter mit euren Waffen und mit euren Rüstungen und. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von Destiny. Ich würde mir niemals anmaßen, weil ich habe Kumpels, die das wirklich suchten seit Release. Deshalb würde ich mir nicht anmaßen, zu behaupten, dass ich Ahnung habe. Aber ich glaube, ich habe geile Waffen. Kaltherz und Mitternacht ohne Namen. Sagt dir das was? Sind absolute OG-Waffen, definitiv. machst du Quatsch oder wirklich? Nee, das sind wirklich, also die gab's Destiny 2 zum Release, gab's die Waffen, ja. Aber sind jetzt nicht mehr cool, oder was? Ich glaube tatsächlich, dass du die Mitternacht ohne Namen und sie startet zurück, dass du die nicht mehr weiter hochleveln kannst. Man kann ja jeden Loot, den man neu bekommt, selbst wenn er ein höheres Level hat als die Waffe zum Beispiel, die man jetzt hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel so eine Kinetikwaffe bekommst, so eine Primärwaffe und die ist auf 1630, dann kannst du dieses Level quasi in deine vorhandene Waffe übertragen. Genau. So dass du immer deine Lieblingswaffe möglichst effektiv spielen kannst. Richtig, genau. Nur halt diese Waffen, die du gerade ausgerüstet hast, also die beiden davon, die mit einem roten Dreieck oben links in der Ecke, die wurden irgendwann mal zurückgelassen. Als sie da eine komplette Überarbeitung von allen Waffen haben sie vor 3-4 Jahren mal gemacht. Und da kann man dann so ein paar Sachen nicht mehr hochleveln sozusagen. Okay, ich verstehe. Mein Chat sagt, OG heißt praktisch kompletter Müll und alt, aber nett ausgedrückt. So in etwa. Okay, scheiße. Okay, ich würde sagen, wollen wir in die erste Mission einfach mal rein? Let's go. Ich habe mir gerade sagen lassen, man kann Streamer-Namen jetzt auch im Titel hervorheben. Das mache ich jetzt natürlich sofort. Das wurde mir tatsächlich auch gerade gesagt, ich habe es dann auch gemacht. Habe ich jetzt auch gemacht. Wusste es auch noch nicht. Aber warum das Squad-Stream bei mir nicht geht, das verstehe ich trotzdem nicht, weil ich habe es die Tage erst noch gemacht. Aber nun gut. Ich muss aber gerade hier auch noch, jetzt können wir wieder alle dabei zugucken, hier auch gerade bei der Ausgabe noch was ändern. Geht das jetzt nicht, während ich streame? Wollt ihr mich verarschen? An der Stelle vielleicht ganz kurzer Disclaimer, auch für Fabians Zuschauer, ich bin sehr, sehr gut. Also, ja. Nicht, dass ihr euch gleich wundert, weil das ist ja wirklich also Skill-Explosion. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, einen Schwertkämpfer gehabt. Das ist hier die Waffe. Sie startet zurück. Sag mal, verhindert dieses Spiel jetzt auch eine Aufnahme oder wie ist das? Das wäre ja bescheuert. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Können die alle mal. Nee, meine. Die ist ja da. Meine Festplatte. Ich finde die Namen der Waffen so cool, ey. Revolverheld. Warum kann ich das nicht ändern? Ich fürchte, ich musste gerade den Stream nur kurz aus und wieder anmachen. Sofort wieder da. Jo, alles gut. Scharfschützen aus. Wattenkäse. Dreifachsprung. Hast du noch einen Tipp, Tidus, was ich irgendwie skillen sollte oder so? Irgendwas? Du bist mit dem Jäger am Start, ne?
So. Genau, du bist mit dem Jäger am Start und spielst Solar. Du hast, wenn du mal oben auf diese Flamme drauf gehst und da auf Details gehst bei dir, ne? Da hast du rechts unter diesen beiden leeren Punkten Aspekte. Hast du da irgendwas? Ja, da okay, habe ich Mäsi nieder, auf dein Zeichen und Schießpulver Glücksspiel. Mach doch mal, ich weiß es gerade gar nicht, wie es heißt, das mit dem Streichholz. Das ist Schießpulver Glücksspiel, ja. Genau, und Mäsi nieder, mach doch gerne mal. Okay. Und jetzt habe ich noch Fragmente gekriegt. Genau, und dieses Schießpulver-Glücksspiel ist jetzt, wenn du eine gewisse Anzahl oder einen gewissen Schaden auf Gegner machst, dann kriegst du so eine kleine C4-Ladung, nenne ich es immer ganz liebevoll, die du auf Gegner schmeißen kannst. Da kannst du diese C4-Ladung in der Luft zerschießen und alles, was in der Nähe steht, explodiert dann in 1000 Richtungen. Okay. Und unten bei den Fragmenten könntest du jetzt solche Sachen reinpacken, wie zum Beispiel, wenn du einen Gegner mit einer Granate tötest, dann wirst du automatisch geheilt. Also das ist so das Buildcrafting, da kann man halt dann wirklich sehr, sehr dran rumspielen, sodass das alles harmoniert. Da kann man sich aber auch austoben, also das wäre jetzt vielleicht... würde zu weit wahrscheinlich gehen, würde, ne? Wahrscheinlich jetzt fürs erste Mal zu weit gehen, genau. Aber wenn du die beiden Aspekte drin hast, da bist du schon erstmal ganz gut mit dabei. Ja, ich hau jetzt einfach mal hier was rein, weil plus 10 Stärke kann ja nicht schlecht sein. Das ja, ist auf jeden Fall gut. Für euch im Stream das Spiel ganz normal aus. Also irgendwie ist das, ich komme damit nicht klar. Jetzt mache ich Bildaufnahme und wenn ich das so streame, ist das Gameplay einfach mega überbelichtet. Also es wäre Kontrast ganz hoch gedreht oder Gamma ganz hoch. Aber ich kann bei OBS auch keine Einstellung verändern. Was ist das für ein Scheiß? Warte, ich guck mal gerade bei dir im Stream mal. Also mir wird gerade gesagt, Squad-Stream geht leider nur mit Partnern. Ich werde das gleich mal auf Twitter posten, weil ich fühle mich ausgegrenzt. Nein, also so sieht's nicht aus bei mir wie bei dir, Fabian. Du hast eine Capture-Karte, ne? Dann ist das ja eh, dann wird das einfach so abgespielt. So ist das ja nix. Multistream natürlich gerne, das ist ja kein Problem. Mach ich mal HDR off. HDR-Problematik, sagen hier auch bei mir Leute. Jetzt sieht's nochmal aus. Aha. Perfekt. Super. Hammer das. Das war ja einfach. So, ich bin hier immer noch am Auswählen. Ich kann mich nicht entscheiden. Also jetzt mit der Lightfall-Kampagne, die wir gleich starten, ist auch ein komplett neuer Fokus quasi, also mit komplett neuem Element, komplett neue Fähigkeiten für jeden Charakter oder für jede Klasse ist was Neues dazugekommen. Sag ich mal, selbst die erfahrenen Destiny-Spieler, die sind immer noch so am Ausprobieren, was da so die guten Sachen sind und die ganz effektiven Sachen. Das ist jetzt auch ganz geil. Bereit. Und bin jetzt schon neidisch, weil ihr Clans habt. Teamkompetenz finde ich besonders gut. Ja, das. Jetzt will ich aber auch was sehen. Naja, ich habe da mal. Das ist lange her. Also den Clan gibt's noch. Wie gesagt, das sind so Leute von mir, die da noch zocken, aber ich bin da leider schon lange nicht mehr aktiv. Aber jetzt, okay, let's go. Gucken wir mal. Let's go, würde ich sagen, oder? Genau. Also, letzter Stand, wie gesagt, die Dunkelheit und der Zeuge, der große Bösewicht, die sind jetzt gerade vor den Toren der Erde und da geht's dann jetzt quasi mit los. Und das ist auch das erste Mal, dass die... also man hat ihn letztes Jahr in einer Cutscene schon einmal gesehen, den großen Bösewicht. Er war halt jetzt tatsächlich 7 Jahre mehr oder weniger geheim. Müssen wir was klicken? Müssen wir Werte zulegen? Nee, ich starte jetzt. Achso, du startest das, okay. Ja, genau. So. So, und jetzt sieht man auch zum ersten Mal dann ein bisschen mehr von ihm. Juhu, mein Raumschiff. Mein Raumschiff ist das Schönste. Das sage ich schon mal. Welches ist dein Raumschiff? Das lila oder das gelbe? Nee, das ist eckige. Rot. Oder? Ist rot? Es ist eckig und hat eine dicke Kanone vorne dran. Hm.
Ich bin mir echt das nicht sicher. Das mit der dicken Kanone vorne dran. Nee, die haben alle dicke Kanonen. Nee, das eine ist so, sieht aus wie Lex aus dieser Science-Fiction-Serie und das andere, das andere ist lila. Okay, wir gucken gleich. Wir machen gleich den Vergleich. Aber sind die nicht komplett egal, die Raumschiffe? Ich glaube auch. Diese, das ist mehr oder weniger kosmetisch genug. Ja. Er hat nur noch dieses eine Leben. Jetzt sieht jeder für sich wahrscheinlich, wie er auf diesem Raumschiff landet, ne? Ja, genau. Ich bin sehr stark. Ich kann mich festhalten, wenn ein Raumschiff über Lichtgeschwindigkeit fliegt. Muss an meinem stromlinienförmigen Hut liegen. Ich habe ein Cape, was soll schief gehen? Lex to the Dark Zone, so hieß das, genau. Das ist ein richtiger Scheiß. Eddie und Destiny 2, ey, werdet gleich mal sehen. Ich hab viel Destiny 2 gespielt. Was glaubt ihr, wo die geilen Waffen herkommen? Ah, okay. Da sind wir. Hey! Boah, das brennt einfach. Der brennt für dich. Boah, du siehst natürlich echt ein bisschen cooler aus. Oh, wie machst du das? Das will ich auch machen. Emotes sind mit Pfeiltasten, glaube ich. Da habt ihr mit Sicherheit irgendwas voreingestellt. Hallo! Ja, der Etienne kann winken. Hallo! Kann tanzen. Und der Siegesmund, der tanzt schon mal. Oh. Okay. Partner-Emotes. Wenn ihr euch auf die Füße stellt, dann könnt ihr interagieren. Was? Und dann nicht bewegen. Genau, dann nicht mehr bewegen, genau. Oh mein Gott. What the fuck? Jawohl. Ja, geil. Yeah, high five. Okay, super. So. Sagen, wir sind mental vorbereitet jetzt. So sieht das immer aus, wenn man zockt. Guck mal, hier ist mein Schwert. Gibt's Team Damage? Nee, ne? Nein, Team Damage gibt's nicht. Gut für euch. Du kannst theoretisch jemanden mit dem Schwert gegen eine Wand stoßen und der könnte dann sterben, aber im Prinzip gibt's kein Team Damage. Hängen da unten, da draußen unsere Raumschiffe rum? Nee, das sind andere. Nee, das sind andere, genau. Okay, ich will was fraggen. Let's go. Ja. Also wir sind jetzt gerade quasi auf diesem Raumschiff, wo wir uns gerade so ganz mühsam festgehalten haben. Und gucken jetzt mal nach dem Angriff. Oh, hier ist... Achtung, Gegner! Ich hab Kontakt. Alter. Ach, das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe. Was waren denn nochmal die Hotkeys für die ganzen Geschichten? Drei Fähigkeiten hat man, ne? Genau. Also erstmal kann man so hüpfen. Man kann einmal hüpfen. Und drei Fähigkeiten und ein Ultimate, glaube ich, ne? Genau. Dann gibt's einmal die Granate. Dann gibt's einmal einen aufgeladenen Nahkampf. Das ist das Symbol unten links von den drei Symbolen, das ist in der Mitte. Ah, ja? Da habe ich zum Beispiel so einen kleinen Hammer, den ich werfen kann. Und dann... Das rechte von den drei Symbolen, das ist eure Klassenfähigkeit. Das ist für jeden anders. Der Jäger hat dort Ausweichen. Mit dem Ausweichen kannst du, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder deine Nahkampffähigkeit wieder aufladen, wenn sie leer war. Mhm. Oder deine Waffen nachladen, wenn dein Magazin leer ist. Okay, ich muss mal gerade gucken, auf was ich das gemappt habe. Ich klaue dir jetzt Sachen. Oh, nee, das geht nicht. Und der Warlock, Siegesmund, ja. Der, wenn du diesen Angriff mal machst, dann stellst du einen Rift, nennt sich das. Ja. Und in dem Rift wirst du durchgehend geheilt. Ah. Also, versuch mal, das zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Taste ist. Da ist es, genau. Ah, so, du kannst zwischen zwei Sachen wählen. Es gibt einmal das heilende Riff und einmal das stärkende Riff. Du hast jetzt das stärkende Riff ausgewählt. Ja. Und während du, oder solange wie du unten links den Timer hast, solange machen wir alle mehr Schaden mit unseren Waffen sozusagen. Ich habe hier so eine schöne Barrikade. Also wenn es mal eng wird, dann könnte ich die stellen, dann können die Gegner nicht durchschießen. Mhm. Und in diesen Sonnenfleck, den ich hier damit erschaffe, da werdet ihr dann auch drin geheilt, wenn ihr drin steht. Okay, nicht schlecht. Aber was ist denn... Boost, müsst ihr da auch drin stehen oder wirkt der überall? Man muss drin stehen, dann kriegt man einen Countdown und dann, wenn der Countdown auf 0 ist, muss man entweder wieder reingehen oder es ist halt weg. Aber Moment, heißt das, meine Special Skill ist Ausweichen? Dein Special Skill ist Ausweichen und du musst dann quasi nicht mehr nachladen, tatsächlich, genau. Okay, Augen auf bei der Berufswahl, Leute. Ja.
Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Oldschool-Revolver noch habe. Ich glaube, ich fand den richtig gut. Ja, Revolver sind auch relativ stark, immer noch so für Destiny, also. Wo ist hier jemand? Da ist jemand! Pam, pam! Fragen einfach drauf, so sieht's aus. Oh, der hat ein Schild. Bam. Das Gunplay war schon immer geil in diesem Spiel. Das ist so präzise. Das ist wirklich so nice. Du merkst, du hast wirklich das Gefühl, du kannst jeder einzelne Zentimeter des Gegners irgendwie zeigt eine andere Reaktion, wenn du sie triffst. Das ist so nice. Also das ist auch immer noch so eine der Sachen, was wirklich so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal in dem Spiel hat. Das ist ja von, also Entwickler ist ja Bungie, das sind ja die früher mal Halo erfunden haben, ne? Zuerst entwickelt haben. Boah, was schießt du denn da? Das merkt man irgendwie immer noch so. Also das, die Handschrift von Bungie so im Gunplay, die merkt man immer noch. Ich glaube, wir müssen einmal hier hoch. Ich finde, ich habe mir die geilsten Knarren, wenn ich das mal so sagen darf. Maschinenpistole, das habe ich jetzt hier noch. Meine treue Schattenlegion, euer glorreicher. Also theoretisch habt ihr drei Waffen. Es gibt einmal sozusagen eine Primärwaffe, das ist dann irgendwie eure Handfeuerwaffe oder Automatikgewehr. Dann gibt es einmal die Special-Waffe, so nennt sich das. Das ist dann, die braucht dann grüne Munition, die liegt dann auch auf dem Boden rum, manchmal von Gegnern. Die sind dann so ein bisschen stärker. Und da gibt es einmal die Powerwaffen, das sind dann die großen Geschütze. Also da habt ihr einen Granatwerfer oder das Schwert oder einen Raketenwerfer. Und die Munition, die ist dann halt relativ selten, sage ich jetzt mal so. Kaufe ich hier richtig? Ja, oben links auf dem Radar ist eine kleine Zielmarkierung, so ein kleines weißes Dreieck. In die Richtung sollte man möglichst laufen. Achso, ja, dann bin ich wohl falsch, aber es sieht nicht schön aus. nee, du bist schon richtig, aber wir warten auf Etienne. Ja, ich stelle noch gerade was ein. Oh, alles gut. Wo ist denn das Ultimate? Heißt das Ultimate? Oder wie heißt das? Super, super Fähigkeit. Ah, super. Gibt's auch noch. Was ist das? Das ist allerdings muss sie voll aufgeladen sein und zwar unten. Ist dieser graue Balken, ne? Genau. Wenn er voll ist, ist er gelb und das Symbol links daneben leuchtet dann auch halt gelb auf und dann habt ihr die zur Verfügung. Wir sind nicht weit vom Kern entfernt. So, ich musste und ich glaube, Etienne dürfte dann so eine goldene Kanone haben. Das heißt, du hast dann so eine brennende Handfeuerwaffe in der Hand und machst eigentlich fast jeden Gegner mit einem Schuss kaputt. Mhm. Und Sigismund hat... Ich muss jetzt mal gucken, was du überhaupt drin hast. Ah, du hast die Nova. Gucken, was du ich hast den... Ja, genau. Du hast den leere Läufer drin. Das dürfte dann die Nova-Bombe sein. Jawohl, das ist eine große lilafarbene Energiekugel. Dragon Ball mäßig, sag ich mal. Jawohl. Deine eigene Genki Dama machen. Da muss ich nur die Taste dafür noch finden. Ja, genau. Hui, Fliege. Das hier aufschießen? Oh, nee. Hier. Oh, und schon verkackt. Warum? Haben wir den ersten Hüter tot? Nein, haben wir noch nicht. Was passiert? Warum komm ich da nicht hoch? Das ist der Warlock, genau. Versuch mal zu, wenn du springst, sofort, also mit Anlauf springst und dann sofort wieder springen drückst nochmal, dann solltest du hier hochgeschwebt kommen. Okay. Hä? Ich hab das vorhin schon mal gespielt, da gab das überhaupt kein Problem. Hä? Ah, ja. Okay. Hä, der kann fliegen jetzt, oder was? Das mach ich jetzt nochmal. Nee, jetzt geht's wieder. Lol. Hat das cool oder was? Nee, das ist der Vorführeffekt. Ja, er tanzt hier nur. Was ist das denn? Ich glaube, das Problem ist, du springst direkt noch ein drittes Mal oder drückst die Taste direkt noch ein drittes Mal und dann bricht er diesen Sprung nämlich ab. Aha. Direkt zweimal. Aha. Wie Double-Click. Guck mal, wir sind hier oben, Fabian. Ah, ja. Wenn du winkst, weiß ich auch, wo ich lang muss. Ja, ja. Ich helfe gerne. So, oh, Achtung, Feindkontakt. Oh, mein Super ist bereit. Ich habe euch. Keine Sorge. Okay, wir haben jetzt hier so drei Türen. Hier ist so ein Symbol vor. Wir müssen jetzt einmal wieder in die andere Richtung und müssen quasi so eine Schlüsselkarte dafür holen für die Tür. Okay. Meine Waffen sind so wir, geil. Ich wollte gerade sagen, sind wir wahnsinnig stark? Wir sind im Vergleich zu den anderen Gegnern schon wahnsinnig stark, weil wir haben ja unsere Lichtfähigkeiten und wir können auch, wenn wir sterben, können wir auch wiederbelebt werden.
Und das können halt die Gegner in dem Sinne nicht. So, ich benutze jetzt mal das Schwert, das ist sonst zu einfach. Wenn ich überhaupt mal in den Kampf komme. Pam, 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 pam. So, hier haben wir einmal den Schlüssel. Was ist mit dir los? Das ist ja mega geil, ey, das Schwert. Allerdings nimmt man auch ein bisschen Damage. Okay, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen gut. Supercharged! Moment, wie, warte, das Schwert hat Munition? Das Schwert hat quasi Munition, genau. Ist das nicht einer der Vorteile von dem Schwert? Eigentlich schon, ja. Dass es keine Munition hat! Ich benutze hier eine der Waffen, die bekommt man, wenn man das Spiel quasi vorbestellt hat. Jetzt im Nachhinein gibt es die Waffe auch noch. Und die hat den Vorteil, wenn ich Schaden an Gegnern mache, dann kann ich den Feuermodus wechseln, dann habe ich nicht nur ein Automatikgewehr, sondern auch noch einen kleinen Granatwerfer am Start. Nice. Ja, krass. Okay, ich habe ein bisschen gespammt. Jetzt habe ich fast keine. Ich habe keine Munition mehr. Munition mehr, alles klar. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Mir geht es nicht aus dem Kopf, dass wir. So, jetzt erste große Challenge: einmal hier rüber springen. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen, ich bin tot. Könnte mir nicht passieren. Ich bin tot. Okay. Wo bin ich denn da runtergefallen? All unsere Verluste wären zwecklos gewesen. Hä, wie seid ihr denn da rüber gekommen? Haha, soll ich dir winken? Ja, wink mal bitte. Da bin ich. Gut. So, und jetzt? Wir einmal hier rüber. Okay. Oh, ich bin sogar nach hier oben gesprungen. Hui. Ich hab's noch besser gemacht. Da gibt's bestimmt geiles Loot da oben. Für dich. Nee, gibt's grad gar nichts. Leider nein. Na gut. Wie ist das hier mit dem Loot? Wo gibt's den geilen Loot? Den gibt's eher so bei einem Raid oder so, oder? Ja, die Raids, da gibt's immer so, sag ich mal, den besten Loot. Es können aber auch einfach von einem Gegner, kann auch einfach Loot droppen. So, das ist jetzt so auch so das, wo man wahrscheinlich als am erstes drankommt. Aber eigentlich nach jeder Mission, nach jeder Aktivität bekommt man eigentlich in Destiny was. Und so den richtig geilen Scheiß, den gibt's dann halt so in den schweren Aktivitäten dann, ne? Okay. Wo du mit mehreren Spielern, wo du auch mehrere Spieler brauchst. So, und da haben wir gleich einen neuen Gegner, der ist auch nicht ganz so lustig. Also, für die Zuschauer ist der wahrscheinlich lustig. Oh, der hat mich. Der ist einfach ziemlich böse. Also der hat Schultern hat er Weak Spots, die muss man ihm wegschießen und dann öffnet sich sein Weak Spot auf dem Bauch. Wie benutze ich denn meinen Super? Achso, das habe ich ja jetzt auf die Taste gelegt. Jetzt gibt's die geile. Wo ist er denn? Nein, ich habe doch gerade mein Ulti benutzt. Guck mal, jetzt kommt hier so ein Kampfbanner, bleibt mal hier, geht mal noch nicht weiter. Oh, halt! Leute! Wollt ihr mich verarschen? Ich bin jetzt alleine hier, oder was? So. Das war halt der wie am Störchen hier. Also ich darf Fabian sagen, ne? Fabian, wenn du jetzt deine Superman einsetzen möchtest, dann hab ich gar nicht. Bombe hast du geschmissen gerade auf den Gegner? Ja, und dann ist der verschwunden. Ah, okay. Na ja gut, dann müssen wir warten. Aber es sah gut aus. Also das ist definitiv. Gibt's Headshots ja, ne? Ja, genau. Also gelbe Zahlen ist kritischer Treffer und weiße Zahlen oder graue Zahlen ist dann nicht drin. Achso, das ist das Ding. Aber es gibt keine klassischen Erfahrungspunkte, ne? Also das Level ist quasi abhängig von der Stärke deines Equipments. Genau. Das Level ist nur Equipment, bis auf halt, je mehr du spielst, umso höher levelst du dein Artefakt. Das hatte ich vorhin ganz am Anfang einmal erwähnt. Also das maximale Level durch die Rüstung ist 18-10 gerade. Und du denn da? Alles, was du weiter levelst, Wo ist er denn da? Ich dachte, ihr hättet das gesehen. Einmal ist hier eine Tür. Ach da. Achso, okay. Jawohl. Oh. Das mit dem Ausweichen, das habe ich noch nicht so richtig gecheckt. Oh, was ist das? Ich glaube, du musst den doppelt drücken, die Ausweichtaste. Okay. Ich habe eine neue Waffe. Kann ich die jetzt instant equippen? Die kannst du jetzt instant equippen. Einfach in dein Menü reingehen, deinen Charakter, und dann gehst du da. Und alles, was du neu hast, das blinkt dann auch in dem entsprechenden Slot.
Ich habe jetzt siebter Seraph-Karabiner, ist wahrscheinlich besser als das. Oh, ja. Direkt nicht mal eine schlechte. Wo hast du das denn jetzt her? Da wurde hier gedroppt gerade. Geil. Aber es gibt ja auch, also droppt ist ja für, ist ja nicht wirklich ein Objekt, was dann da liegt, und um das man sich kabbeln muss, sondern das ist dann nur als genau. Das ist für jeden Spieler selbst, genau. So, guck mal hier, wir haben den ersten Abschnitt hier geschafft. Jetzt ist hier so eine Lootkiste, da sollte jetzt für jeden von euch was dabei sein. Das sind die sogenannten Engramme, das sind dann so die Ausrüstungs. Geil, ich liebe Loot. Na, Exitus 1. So, wo stellt man das jetzt nochmal ein? Mit Tab? Nee. Wo kann ich das machen? Ausrüsten des Zeugs? Menü? I? Ah ja, I. Und so, dann siehst du einen Charakter in der Mitte, und dann, wenn du jetzt eine Waffe bekommen hast, am besten gehst du einmal auf kein Symbol, sondern guckst einfach mal, wo so ein kleines graues, so eine kleine graue Kachel irgendwo blinkt. Ja, ja, da genau. Siehst du dann immer ganz schnell, das ist das, was du quasi neu bekommen hast. Ja. So, da kannst du dann einfach draufgehen. Genau, dann öffnet sich das Menü quasi, wo du die Unterwaffen sozusagen bekommen hast. Und da ich sehe auch sofort, dass das, wenn das mehr Damage macht, ne? Genau, also wenn du auf so eine Waffe drauf gehst, dann steht oben das aktuelle Power Level von dieser Waffe. Und wenn du dann auf die nächste Waffe drauf gehst, dann siehst du halt, was die andere Waffe hat. Ah ja, okay. Gut, jetzt habe ich drei neue Waffen, gespannt. No Special Ammo. Lag hier nicht noch welche rum? Na, es wird schon gehen. Gut. Okay. Aber diese Kaltherz ist immer noch am geilsten. Das ist ein bisschen wie die Lightning Gun in Quake. Das habe ich gesehen, als du da so an mir vorbeigeschossen hast. Das sah geiles Teil, ey. Echt beeindruckend aus. Oh mein Gott! Ihr seid auf einem Fels. Wir sind auf einem Fels. Ja, also ein bisschen Angst. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Genau. Ich kann den ganzen Weg darüber fliegen. Kommt das große Schlachtschiff von dem Bösewicht hier. Von dem Obermods? Ja, genau. Wie heißt der? In dieser Erweiterung kämpfen wir gegen Carlos, der spricht auch gerade zu uns. Carlos, so hieß mein Direktor im Gymnasium. Herr Carlos. Ja, kein Scheiß, Herr Carlos. Da ist er wieder. War ja klar, dass er irgendwann seiner Berufung folgt. Okay. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du damit durchkommst, diese Computerspielerei. So sehen wir uns wieder. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, ein Glück habe ich vorhin das Hüpfen geübt. Nein! Oh, ja. Okay. Oh, wie bist du jetzt da oben gestorben? Hey, man wird meistens dahin zurückgesetzt, dass man kann theoretisch selber wieder spawnen. So. Nur nicht überall. Also es gibt sozusagen die Dunkelheitszonen, da wird man von seinem... Ah, man kann dreimal springen, okay. Geist quasi dann nicht mehr wiederbelebt werden kann. Das muss dann... Oh, der springt schon selber gerne in den Tod hin. Ui! Okay. Das ist ein Feind, okay. Wenn ihr mal einen Feind gleich einmal nur so ein bisschen anschießt, sodass der so einen Punkt über den Kopf bekommt. Ja. Tötet ihn mal nicht, sondern lasst ihn mal in Ruhe. Okay, war zu spät. Sorry. Dann geht mal hin und dann kann man den finishen. Ah, vielleicht kann bei mir im Chat jemand gerade sagen, finishen Keybind am PC. Müsste ja wahrscheinlich eingeblendet sein. Genau. Controller ist es so. Der rechte ist. Ich schieß den jetzt mal weak hier. Stopp, nicht weiterschießen. Und jetzt geht mal hin und guck mal, ob ihr da irgendwie mit dem interagieren könnt in irgendeiner Art und Weise. Ich guck mal. So, Geh ist Standard. Oh, du hast ich bin tot. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Finisher. Okay. Ja, klappt. Also machen wir beim nächsten Gegner. G ist Standard, wurde mir gerade gesagt. Okay. Wir müssen zu Osiris, schnell. Ja. So ein ordentlicher Stampfer auf jeden Fall. Das muss man auch erstmal schaffen. Wohl nicht den Gegner und das ganze Team gewiped. Ja. Wir sind also die Einzigen, die ihm helfen können. Und man hat aber diesen kleinen Begleiter, der kann einen dann auch, selbst wenn man alleine spielt, wieder reviven, ne? Genau, es sei denn, man befindet sich in so einer Dunkelheitszone, das wird aber oben in der Mitte dann noch angezeigt. Dann wäre es tatsächlich zurück zum Checkpoint, wenn man stirbt. Zerstört den Antrieb. So, von diesem. Diese Glasscheiben. Hab ich auch gerade drauf reingefallen. Habt ihr da schon was? Nee, das müssen wir jetzt erst finden.
Ich werde dann alles einmal hier unten in meiner Macht Stehende tun, um den Zeugen aufzuhalten. Das ist ein krasses Level-Design, muss ja auch erstmal alles ausdenken hier. Ui! Oh, das versuchen wir doch jetzt nochmal mit so einem Gegner. Ja, also, ja, ja. Ja, ich halte mal Abstand jetzt. Nur ein bisschen, ich schieße den mal ein bisschen an. Jetzt. Smack! Oh ja, das war gut. Oh, der Dicke hier jetzt auch. Der Dicke kann auch gefinisht werden. Du ist... Oh, das hast du ihn zerlötet. Ja, es tut mir leid. Dann machen wir den noch. Es ist einfach eine... die Waffe... Ich will immer nur ein bisschen anbrutzeln und dann sind die schon tot. Guck mal hier, die Waffe ist wirklich einfach sehr mächtig. In dem Fall ist wirklich die Waffe stärker als das Schwert. So geht der Satz nicht. So geht der Satz, aber so ähnlich. So, dann geht's einmal hier nach oben wieder. Du hast das auch alles schon mal gespielt, ne? Ich habe das schon gespielt, ja. Das am Dienstag, als es rausgekommen ist, dann ging's bis in die Nacht. So, jetzt ist nochmal hier so ein Kampfbanner. Mit dem Kampfbanner lädt man alle seine Fähigkeiten und Munition einmal komplett auf. Das heißt, wenn jetzt gleich hier die Gegner am Start sind, dann feuer frei mit eurer Superfähigkeit. Soll ich das jetzt aktivieren hier? Dann mach du das. Ich hab eben schon. Das muss ich schon auch einteilen. Genau. So, ich hab die Superfähigkeit. Ja, hier auf der linken und auf der rechten Seite. Komm jetzt hier rein. Pam! Oh, wie geil! Wo? Ich glaube, du hast 3 oder 4 Schuss damit. Pam! Oh, 3 waren's. Den Boss hier direkt schon weggelasert damit. War schon ein Boss? Das war so ein Miniboss, ja genau. Ich hab's euch gesagt. Hinter uns, Alarm! Was sind denn eigentlich die... Oh, jetzt will ich da auch mal rein ulten. Boah. Was war denn das für ein Orb? So, hier. Dann zünde ich aber auch mal einmal meinen Hammer. Oh ja. Eieiei. Okay, das ist schon geil. Ui! Da brennt ja alles. Boah, die fallen ja wie die Fliegen hier. Hat doch kurz immun gestanden und dann ist er in 1000 Teile zerfallen. Dann ist er in 1000 Stück zerfallen. Ich sehe gar keine Gegner. Stimmt, ich kann meine Klamotten noch wechseln. Geht's hier irgendwie nicht weiter? Oder? Ja, wir mussten jetzt hier diese Turbine hier mussten wir jetzt zerschießen. Okay. Und jetzt müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal machen. Jetzt kommen hier wieder Gegner. In die Turbine rein ist übrigens nicht der richtige Weg. Habe ich mir schon fast gedacht. Man verliert Energie und kann sogar sterben da drin, aber es ist gerade nochmal gut gegangen. Nix in Loon. Oh, hier liegt noch Loot. Ah, die haben so schöne Schilde vor sich. Und wenn du genau in die Mitte von dem Schild schießt, dann kannst du ihm das kaputt schießen. Genau in die Mitte, in diesem leuchtenden Viereck. Oder mit dem Schwert einfach gegenhauen. Das könnte man auch versuchen. Oh, ich hab keine Mini mehr. Mit deinem Schwert? Ja. Ist wirklich so. Aber wenn du das Schwert hast, dann bist du definitiv damals auch irgendwann mal... Nein, das wollte ich doch. Du bist irgendwann auch mal ein Raid gelaufen, ne? Was bin ich? Raid, ja. Ich hab auch mal ein Raid gemacht, ja. Ja. Okay. Raids sind ja so das absolute Endgame von Destiny mit 6 Spieleraktivität, wo dann jeder unterschiedliche Aufgaben hat und unterschiedliche Mechaniken ausführen muss. Und jetzt am nächsten Freitag startet dort auch der große... neue Raid, die halten das immer sehr, sehr geheim und im Prinzip gehen alle in diesen Raid rein und versuchen den zu schlagen und keiner kennt irgendwas aus dem Raid und das erste 6er-Team, was diesen Raid schafft, die kriegen dann richtig so einen Boxgürtel nach Hause geschickt. Die dürfen sich dann World's First nennen. Das ist richtig schwer. Ich habe, wie gesagt, einer meiner besten Freunde spielt Destiny auch mit Clan und Raids und so. Und die sind dann ja teilweise stundenlang. Und dann machst du einen Fehler und dann ist das, da musst du echt nochmal ran dann. Also dann sind die richtig geknickt fürs ganze Wochenende. Genau. Das ist schon immer... Irgendwann,
irgendwann mit der Routine wird das alles viel, viel leichter. Das ist dann klar, wenn man erstmal die Mechaniken kennt. Aber so, da macht Bungie dann immer so ein richtig großes Event dann draus. Ne? Das wirklich 48 Stunden, dann ist es auch egal, was für ein Level du hast. Alle gehen mit den gleichen Voraussetzungen sozusagen rein in diesen Raid. Keiner kennt irgendeine Mechanik, keiner kennt irgendeinen Gegner. Ach, krass. Dann hat man quasi 48 Stunden Zeit, um den Raid zu schlagen und sich quasi Könige des Raids nennen zu dürfen. In dem Fall. Und machst du da auch mit? Ich mach da am Freitag dann auch mit, genau. Ah, krass. Und hast du es schon mal geschafft? Es gibt immer so einen Contest-Modus, wo man halt, wie gesagt, entweder in 24 oder 48 Stunden, das ist immer von Raid zu Raid unterschiedlich, das schaffen muss. Das habe ich auch schon geschafft. Aber logischerweise World's First, das ist dann, da tritt die ganze Welt gegeneinander an. Ne? Also da sind bis jetzt fast immer die Amerikaner mit dabei gewesen. Fast immer. Aber Destiny ist, glaube ich, richtig, richtig big in Japan, in Amerika. Ja, ja, genau. Ah, aber das kann ich auch gut verstehen. Also so die der Weltbeste in irgendwas zu sein, da hätte ich wohl auch Bock drauf. Ja. Da bin ich natürlich in mehreren Disziplinen, aber auch wie es jeder weiß. Du bist auf jeden Fall der weltbeste Fabian Sigismund, finde ich. Das ist richtig, das ist richtig. Was versuchen wir hier zu machen? In der Cutscene am Anfang, leider wurde die jetzt hier für uns gerade geskippt, weil die habt ihr, glaube ich, die Cutscene habt ihr bekommen, als ihr das Spiel dann quasi das erste Mal gestartet habt. Da wurde ja, wir wollten auf zum Raumschiff von diesen Zeugen hinfliegen, wurden dann aus der Luft abgeschossen und sind ja quasi gebruchlandet hier auf diesem Schiff und wir versuchen uns jetzt hier rauszukämpfen. Ah, okay. Ich glaube, ich habe mir wehgetan. Catch. Oh, naja, okay. Fein. Boah, lädt 3 Stunden nach. Oh, da kommt ein Dicker. Da geht er. Oh, so dick war er nicht. Da kein Loot. Geil, hier steht hier so Panzer rum. Auch noch so was Grünes hier. Wir sind quasi jetzt auf einem feindlichen Raumschiff. Und das versuchen wir kaputt zu machen oder wir wollen nur wieder runter? Wir wollen nur wieder weg. Hier gibt's nichts Interessantes in dem Sinne. Oh, Rooftop is dead in meinem Chat schreibt gerade, ich habe so Bock, ey, auf Destiny 2, aber keine Freunde. Das macht doch nichts. Man kann schon auch mit Randoms spielen, oder? Man kann schon auch mit Randoms spielen. Am Ende dieser Season, also die Season fängt ja gerade an, die geht meistens so 3 Monate. Am Ende der Season oder Anfang nächster Season bringen die auch ein In-Game-LFG raus. Also quasi Looking for Group, dass man sich Leute gesucht hat. Ich sag mal, gerade so in der deutschsprachigen Community ist halt ganz viel über die renommierten Twitch-Streamer und dann mit Community-Discord-Servern wird ganz viel gearbeitet. So, ne? Was sind denn das für hier diese Waben oder diese gelben, wie so DNA-Dinger sehen die aus? Die, wenn man hier so einen Psion tötet, dann lassen die das quasi fallen. Mhm. Und alle Gegner, die in diesem Umkreis, in dieser Kuppel dann drinstehen, die bekommen ein Überschild. Also ein doppeltes Schild quasi. Also ist was Gutes für die Gegner. Für die Gegner, das genau. Das wollen wir da nicht. Ey, was? Wer schießt denn von da oben? Der Typ. Aus Versehen meine Ulti gezündet. Jetzt kommen wir nochmal hier zum Ende der Mission. Zu einem ganz schönen Raum jetzt gleich. Wir gehen hier mal kurz alles weg. Wir mal kurz hier einen Finisher noch machen. Das ja, da links oben hast du noch die Chance. Das mache ich bei dem hier auch. Ui, alles wird hell. Jetzt. Ja. Ist er ready? Oh. Jack. So, das war der Hackeschlüssel. So, und jetzt darfst du mal in die Tür. Und jetzt haben wir unseren lieben Freund hier wieder am Start. Oi, der nur wieder. Mann, wie dumm kann man eine Granate werfen, obwohl das Ding geht kaputt. Also er hat wie gesagt 2 Grip-Punkte auf den Schultern, die müssen wir wegschießen. Dann den Grip-Punkt im Bauch. Okay, jetzt kommt Ulti. Der will was von mir. Bam, das waren 5 Schüsse. Guck mal, der hat richtig Energie abgenommen. Und jetzt Chef.
unter der Decke. Oh, der will immer nur was von dir, warum? Geh zu den anderen Kindern. Jetzt! Finisher! Nein, er hat mich getötet! In der letzten Sekunde! Was macht er jetzt? Zweite Form. Was hat er für ein Problem? Sieht bei euch auch so aus? Ja, ja, der zappelt noch ein bisschen. Ist bei euch auch alles dunkel? Okay. Ist alles dunkel. Das ist ziemlich dunkel hier, ja. Wie er sich ja runterzappelt, okay. Hab ich den weggefinisht. Oh, ich hab wieder was zum Anziehen. Luti, Luti. Der kommt an und ist schon gleich low, der eine Typ. Ich komm auf deine Party und bin low. Man muss gar nicht so nah an den dran sein, ne, für den Finisher. Nee, das, da kann man schon mit ein bisschen Distanz drauf. Ich muss mich gerade mal umziehen hier. Ich hab mich so einen neuen Joker. Dann geh ich auch mal ganz kurz gucken, was ich da gefunden hab. Ich habe hier nämlich eine neue Schulter. Rotmond-Phantomgreifer. Wo? Hier haben wir. Namen sind auch gut. Kriegsanbeter. Und Umhang der Erzähler. Nice. Neue Waffe. Aber nur eine Knarre. Roderick C. Roderick? Roderick so. Oh, eine neue. Scout-Gewehr. Aber ich liebe doch mein Kaltherz so. Ich kann die nicht austauschen. Raketenwerfer. Raketenwerfer statt Schwert. Schwierig. Komm, wir gehen schon mal weiter. Ja, der ja. kommt schon noch nach. Wird man da eigentlich so hinterhergezogen, hinterher teleportiert, wenn einer vorne weg? Ach, was denn hier? Bei bestimmten Gebieten. Wie sitzt da in so einem ja. Raum? Wir haben es jetzt hier zu den Rettungskapseln geschafft und dürfen uns jetzt hier mal herauskatapultieren. Ja, lustig. Steigen wir ein? Okay, ja. Alle springen ein. Aha. Muss ich was machen? Sind wir schon unterwegs? Ne, der startet gerade die Engines. Achso. Muss ich irgendwas machen? Nope. Ja, das ist auch ja. Nix außer gut aussehen mit deinem Schwert. Gemeinsam stärker. War quasi Mission Nummer 1. Ja, das haben wir gut gemacht. Ja, ich weiß, ich kann infundieren. Das muss ich gleich mal machen. Mein Kaltherz. Das ist ein Wort. Ja, du machst quasi, du kannst, wenn du eine Waffe gefunden hast, die du liebst, dann kannst du die immer wieder upgraden. Wenn du eine andere, bessere Waffe findest irgendwie. Wie ging das irgendwie so? Das ist Neptun? Oh Gott, wie dumm! Ja, ich hab mich gerettet. Eine ganze Zivilisation. Ich dachte schon, ich bin schon wieder runter. Jetzt sind wir hier auf dem Neptun gelandet. Da haben die Abschlusskapseln uns jetzt quasi hingeschossen. Okay. Das ist der neue Zielort oder der komplett neue Planet dann in dieser Erweiterung. Oh, guck mal hier, Etienne, da ist dein alter Schulleiter, glaube ich. Genau, das der Kallus? Alte Kallus. Ach, da ist er. Ja, der sieht, hat sich nicht verändert. Immer noch den Mülleimer auf dem Kopf. Ja, immer noch Mülleimer auf dem Kopf. Immer noch 300 Meter groß, ja. Das ist er. Oh, no, you have grown. You've been working out. Ich glaube, der letzte Mensch in diesem Leben, der irgendwas mit Workout zu tun hat, war Herr Kallus. Herr Kallus. Hier sind gerade so Leute vorbeigeflogen, ne? Habt ihr das auch gesehen? Jo. Aber hier sieht's doch eigentlich ganz schön. Ach, hier landen die jetzt auch nicht so. Ja. Drop Pods. Wow, das ist wirklich. Das ist nicht okay. Ach geil, ach, das ist wieder eine Knarre mit unendlich Munition. Hat die erste immer unendlich Munition? Nee, es gibt bestimmte Waffenarten, die haben unendlich Munition, so Handfeuerwaffen, Automatikgewehre. Und genau, das sieht man dann quasi, wenn man in seinem Menü auf die Waffe drauf geht, dann steht dort unter dem Namen entweder das so ein weißes Symbol primär, ein grünes Symbol spezial oder ein lila Symbol schwere. Und diese Munition und alles, was primär Munition braucht, die hast du unendlich. Ja. Sag mal, dieses Messer, das ich werfen kann, ich verstehe das nicht so ganz, was bringt denn das? Ich habe das Gefühl, das macht kaum Damage und hat ewige Nachladezeit. Das ist schon
Kommt drauf, es gibt drei verschiedene Messer. Eins ist tatsächlich relativ schwach. Musst du mal gucken, ob du das andere auswählst. Es gibt noch das Präzisionsmesser. Oh, ich bin tot. Präzisionsmesser. Das Präzisionsmesser, wenn du damit quasi mit einem kritischen Treffer einen Gegner killst, dann ist das sofort wieder voll. Kannst du so quasi. Okay, kannst du theoretisch die ganze Zeit Crits machen. Genau. Dann ist das Messer wieder voll. Ist das Messer wieder voll. Wo ging das denn nochmal hier? Da. Messertrick. Das Ziel wird durch zerstörerisches Solarlicht versenkt und leidet mit der Zeitschale. Du musst mal oben gehen auf deine Fähigkeiten. Da hast du einmal ja das Ausweichen, dann hast du den Dreifachsprung und dann hast du neben dem Dreifachsprung dürftest du dann das Messer haben. Und dann öffnet sich unten so ein kleines Untermenü direkt unter dieser und da kannst du dann ein Präzisionsmesser, müsste es heißen. Ich finde es super, dass es ein Präzisionsmesser gibt, was ich wieder auflädt. Ja, hier sieht es aber schön aus. Also, ja, Neomuna ist schon eine schnieke Stadt. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man hier so aussieht, wie der Typ aussieht, dann macht man alles schwarz und mit Blut und so. Aber hat er schön, oder hat er das so übernommen? Nee, er ist, also das sieht man gerade so hier, der hat hier quasi die Straße aufgerissen. Er hat quasi, er ist hier gebruchlandet, so mehr oder weniger. Ach mit so. Diesem Ding. Das ist sein, so. Sein Dropship. Genau, sein Dropship. Der sieht aus wie Orko aus He-Man. Ja, stimmt. Oh Gott. Oh nein. Jugend zerstört, Kindheit zerstört. Ja. Müssen wir irgendwas machen? Also wir müssen einfach jetzt erstmal weitergehen. Wir sind jetzt also quasi hier Bruch gelandet mit unserem Droppod. Und wir waren halt auf diesem Planeten vorher nie. Und gucken jetzt mal, was uns hier so erwartet quasi. Wir auch so rumfliegen. Ah, deine Rüstung sieht schon schnieke aus mit dem Feuer. Hm? Ja, genau. Wo kommen es gibt ja auch so ein. Es kommen immer mehr. So ein Cosmetic-System, nenne ich es jetzt mal. Egal, was für eine Rüstung du ausrüstest, wenn dir das Aussehen nicht gefällt, kannst du einfach jedes Aussehen, was du jemals gefunden hast, da drauf packen. Wird es gar keine Stadt mehr geben. Kann man hier nicht auch diese Gleiter benutzen, diese Renngleiter? Ja, genau. Ich glaube aber, dass sie jetzt gerade storytechnisch sind sie gerade noch gesperrt. Ist aber schon auch sehr, sehr hübsch alles. Das sieht nice aus, ja. So, es hat so eine epische, so eine Epicness. Ja, eine epische so, Epicness. Eine epische Epicness. Ja, eine epische. Eine Epicness alleine wäre es halt auch, hätte es auch nicht getan für mich. Es muss schon eine epische Epicness sein. Eine edische Epicness. Eine edel-epische. Hüter, ich bin hier. Ich glaube, die Kabale wissen, dass ich hier bin. Die Kabale wissen, dass wir hier sind. Scheiße. Ey. Hallo? Was ist da draußen los? Weggesnackt. Boah, was ist das? Warum bin ich so stark? Was ist das? Guck doch mal, ich bin hier alle zerhaue. Gibt's ja nicht. So stark einfach. So, jetzt kommt was Besonderes. Was? Wo? Eine Anomalie. Und hier wird jetzt die neue Fähigkeit so ein bisschen vorgestellt. Ich muss hier doch anmerken, dass wenn ihr hier jetzt hier einmal interagieren mögt. Ist. Zieh nach innen. Energiequelle. Und jetzt haben wir eine Dreifach-Gefahr. Granatentaste habt ihr jetzt einen Greifhaken. Ja. Mit dem ihr schön. Ne, das war der Nahkampf bei dir, Fabian. Ja. Die Granatentaste dürfte. Was ist das? Was ist das? Genau. Das ist das. Da habt ihr einen. Aber jetzt habe ich ja keine Granaten mehr. Genau. Aber das lädt sehr schnell wieder auf, dieser Greifhaken. Ach so, stimmt. Das ist ja nice. Ah, ich liebe Greifhaken. Jedes Spiel sollte irgendwie Greifhaken haben. Schon zu Quake 2 CTF-Zeiten, der Greifhaken ist einfach das allerbeste Ingame-Item. Aber ich verkack's mal wieder. Mal so. Du kannst tatsächlich dieser Greifhaken, das ist das Besondere bei dem, du kannst ihn nicht nur an irgendeine Wand machen, sondern wenn du einfach mal gerade in die Luft guckst und den benutzt, er sucht sich einen Spot, du kannst ihn trotzdem hochziehen. Ach, okay, richtig. Und die Ulti ist jetzt auch noch, okay? Die Ulti ist jetzt für eine kurze Zeit auch noch mal.
Ja, das hebe ich mir aber noch auf. Okay, ich zünde mal die Ulti und check die mal ab jetzt. Du hast ein Springseil. Aber ich muss erstmal zu jemandem kommen hier. Die haut 53.000. Holy shit. Das ist natürlich... Hier ist aber auch... hier kommt das Wer. Da mache ich jetzt auch. Ah, leider nicht so viele Leute getroffen. 53.000 ist schon ordentlich. Was ist denn das jetzt? Ach so, bei mir sah das jetzt anders aus. Du hast jetzt so kleine Käfer um dich rum. Wenn du auf den Gegner schießt, dann laufen die los und versuchen den Gegner tot zu knabbern. Nein! Nein! Jesus Christ! Uiuiui. Der Rückstoß, ey. Ach geil, und die laufen jetzt immer noch. Ja, genau. Das ist ja was ich liebe. Kleine Lemminge. So kleine Viecher, ja. Kleine Viecher, die für dich arbeiten. Deshalb habe ich 3 Kinder. Oh! Die arbeiten für dich? Wie hast du das hingekriegt? Das musst du mir mal verraten. Ja, die farmen für mich. In den Salzminen. Ich bin ganz langsam gerade. Ja, was ist los? Wir haben uns jetzt ein bisschen überanstrengt mit unserer neuen Fähigkeit. Achso, okay. Oh, ein Film! Da sind aber ein paar schwere Kerle. Aber würdest du packen? Mit dem Schwert locker. Wer ist das denn? Wer sind die denn alle? Ist Silver Surfer. Nimbus! Ist das Imbiss, der Typ? Nimbus, ja. Er ist liebevoll Nimbus 2000 bei uns genannt. Echt sauer aufeinander. Mhm. Voll daneben geschossen. Imbiss. Wer ist er? Federmann? Ist Osiris, oder? Du bist genau. Schnell. Wusste ich. Wir verschwenden ungern Zeit. Gut. Wir haben auch keine. Wir treffen uns beim Wachturm. Warum sind die so groß? Wir müssen zum Götter gelangen. Die Bewohner von Neptun quasi. Mehr als du. Nicht alle haben mehr als ein Leben. Das ist ja Roger Federer. Versteht ihr? So, durchgespielt. Das war Destiny 2, Leute. Ja, wie lang geht die Kampagne? Weiß man das schon? Du weißt es schon, du hast es schon durchgespielt, ne? Aber halt, stopp. Filmchen. Es entspricht meiner inneren Schönheit. Und wie? Okay. Das ist ein geiler Typ. Wie, der sammelt so Sticker, die er an sich anbappen kann, oder was? Ich sollte dankbar sein, dass diese Macht in mir erwacht ist. Ja, der ist ein Pro-7-Sticker. Ja. Ja, hab ich auch schon gesehen da unten. Ja, ne? Wir anstoßen, nicht wahr? Das stimmt, das Blaue da. Ja, we love to entertain you. Auch ja, morgens 3 Stunden, um sich anzuziehen. Oh, was ist das denn? Das ist der Zeuge jetzt. Smokehead. Das ist aber geil. Das ist geil. Das ist nice aus. Smoke. Aber du beherrschst ihn nicht. Die Tropfen sichern ihn. In diesem Augenblick. Die Neptunianer stellen mit ihrer Technologie keine große Bedrohung dar. Die finale Form wartet. Der Schleier ist der nächste Schritt. Boah, der ist scary, der Typ.
Das ist irgendwie cool. Habe ich irgendwie noch, auch noch nicht gesehen. Rauch, so ein Rauchkopf. Coole Idee. Ich bin glorreich. Dank dir, mein Zeuge. Da kommen auch so Gesichter raus. Gesichter raus, ja. Ja, das ist krass. Also ist Kallus gar nicht der Oberbösewicht, sondern Smokey oder was? Ja. Kannst du es so ein bisschen so Schüler und Lehrer vergleichen? Also der Zeuge ist sozusagen der richtige Oberprotz und der Kallus ist sein Schüler. Mhm. Verstehe. Always two there are. Genau. Also die, wir spielen jetzt gerade auf normalem Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, da ist so die, wenn man sich Zeit lässt, vier, fünf Stunden, würde ich sagen. Mhm. Es gibt dann den schwierig oder den legendären Schwierigkeitsgrad, gerade wenn man da alleine ist. Also den schafft man, glaube ich, auch nicht, wenn man nicht erfahren ist in dem Spiel so ein bisschen mit den Waffen und sich mit den ganzen Buildcrafting und sowas sich nicht auskennt, dann ist das schon ziemlich schwierig. Wir haben es in der ersten Nacht zu zweit gespielt und haben, glaube ich, angefangen um 19 bis 20 Uhr, würde ich sagen, haben wir angefangen und waren morgens um 6 dann fertig. Und Oi. Das war dann also die Hauptstory und dann gibt es halt einige weiterführende Quests im Nachhinein. Aber ich glaube, so die Kampagne, also die Story, das ist ja eher so Bonus, ne, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja eigentlich nicht der Grund, warum die ganzen Leute Destiny spielen. Also wahrscheinlich schon auch cool, aber genau. Da fängt also der Spaß ja erst an mit den Raids und allem. Im Endgame. Ja, genau. Also die Kampagne ist sozusagen das Grundgerüst und dann kommen die ganzen weiterführenden Quests, wo man dann so die goldenen Waffen sich durch besondere Quests irgendwie irgendwo verdienen kann. Das wird dann alles immer schwerer und dann irgendwann geht das alles auf einen Raid drauf hinaus. Das ist dann so eine der schwierigsten Aktivitäten und den läuft man auch wirklich öfter, weil man dann die stärksten Waffen, die kriegt man nicht beim ersten Mal, sondern das ist dann halt so wirklich Grind, sage ich jetzt mal ganz, ganz trocken, ne? Genau, jetzt glaube ich, wir müssen einmal mit... Ich habe mir jetzt hier bei Nimbus, glaube ich, so einen Auftrag abgeholt. Ja, genau. Was bringen denn diese Abzeichen? Oh, da gibt es Post. Scharfsinn des Jägers zur Flagge. Jägerherde, was ist das? Also hier an der am Postfach, da landen alle die Sachen, die ihr vergessen habt, irgendwo aufzusammeln. Ach, wie lustig. Du ja, so ein Bogen bist vergessen. Also der Lichtträger. Den nehme ich wohl. Ich behaupte nicht, mein geistiges Auge sei was Besonderes. Das ist halt geil, es sind halt auch nicht einfach aber irgendwie hier Strahlenkanone 1, hier Strahlenkanone 2, sondern die haben wirklich viel Abwechslung drin. Doch du schwörst durch die Gegend und gerade hinter diesen exotischen Waffen, da steckt tatsächlich auch richtig viel so Lore hinter. Ne? Also da machen sie sich schon wirklich echt viele Gedanken immer zu. Also es ist immer ganz witzig, dass jetzt irgendwann vor 7 Jahren in irgendeiner Cutscene wurde mal irgendein Name erwähnt und der taucht jetzt nach 7 Jahren plötzlich wieder auf. Wo man sich früher gefragt hat, okay, ja, was hat es damit auf sich, weiß keiner so genau. Und alle haben ihn vergessen und jetzt plötzlich taucht er wieder was auf. Also das ist schon... was so die Story und die Lore des Spiels angeht, vom ganzen Franchise, da, das ist sehr tiefsinnig, sag ich mal so. Das ist wirklich, da machen sie sich sehr viel Gedanken immer drum. Aber ich muss nicht was mache ich denn mit dem... Und ich weiß, wohin diese Kerle wollen. So langsam geht mir der Platz aus. Was mache ich? Kann ich das Zeug irgendwie verschrotten und verkaufen oder... Also gerade so die blauen Sachen, die du bekommst, die kannst du im Prinzip, wenn du was mit einem höheren Level bekommst, im selben Slot, dann kannst du das Schwächere eigentlich zerstören, tatsächlich. Okay. Sobald es an die lilanen Sachen dran geht, wenn man sich dann wirklich mit dem Spiel beschäftigt, da sollte man dann schon nach den Perks auf den Waffen oder so, nach den Fähigkeiten auf den Waffen richten. Die gibt's halt mit, also jede Waffe, es kann sein, dass du 20 Mal dieselbe Waffe hast, aber 20 Mal mit anderen Perk-Kombinationen, ne? Mhm. Und manche sind halt für gewisse Zwecke gut, manche sind für gewisse Zwecke aber halt auch nicht gut. So, da muss man sich natürlich dann ein bisschen mit auskennen oder sich da halt ein bisschen reinfuchsen in die ganze Geschichte. Und die goldenen Waffen und Rüstungen, das ist halt so wirklich einzigartige, die haben dann auch immer besondere Fähigkeiten oder können irgendwas ganz Besonderes, ne? Und okay. Die löscht man dann im Prinzip nicht. Und wenn man aber wirklich sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich keinen Platz mehr auf meinem Charakter, aber die Waffe, die will ich eigentlich nicht zerstören jetzt, sondern will sie nur jetzt gerade nicht benutzen, dann haben wir hier rechts daneben den Tresor und da hat man 600 Plätze frei, um alles Mögliche zu lagern, was man vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen möchte. Ach so, okay, krass.
Und der ist jetzt, sage ich mal so, bei mir auch so ziemlich voll. Also ich habe 550 Plätze belegt mit fast alles unterschiedlichen Sachen. Also da ist nichts doppelt oder dreifach. Das ich habe jetzt erstmal hier mit diesem Artefakt rumgespielt. Ich habe so ein Artefakt gekriegt und das hat er auch nochmal Special. Da kannst du auch nochmal leveln. Genau, das levelst du durch Erfahrungspunkte einfach, indem du Gegner tötest, Quests abschließt und so weiter. Und das ist jede Season neu. Und auch diese Fähigkeiten in dem Artefakt, die verändern sich auch jede Season. Die schaltest du quasi nur für eine Season frei. So legen sie dann immer so besonderen Fokus auf irgendeine Waffenart. Ne? So wie jetzt hier Glefe oder und Schwert zum Beispiel. Ist hier jetzt gerade erhöhter Schaden. Und es kann sein, in der nächsten Season sind es dann nicht mehr Glefe und Schwert, sondern dann sind es Granatwerfer und Raketenwerfer. So zum Beispiel. Ne? So legen sie halt immer so erschaffen sie selber immer jedes Season eine andere Meta. So gut ich kann man immer aus. Andere Sachen mal benutzt. Aber selbst meine Macht ist begrenzt. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen Sachen schwächer sind oder schlecht sind, aber halt einfach nur, um zu sagen, komm, diese Season legen wir jetzt mal einen Fokus auf die und die Waffenart. So, ne? Keine Nachrichten im Postfach. Ein Glück habe ich da reingeguckt. Er hat die beste Waffe gefunden. So, wenn ihr jetzt einmal mit dem Herrn hier vorne mit dem Nimbus gesprochen habt, dann laufen wir hier einmal zurück. Dort haben wir einmal wahrscheinlich ein Gespräch, vermute ich mal, mit dem Herrn Osiris, den wir gerade gesehen haben. Und dann dürfte es Richtung nächster Story-Mission gehen. Okay, warte ganz kurz. Wie infundiere ich jetzt nochmal eine Waffe? Du gehst auf die Waffe, die du behalten möchtest. Ja. Ich sage aber direkt vorweg, das geht nur mit goldenen oder mit lilanen Waffen. Also eine blaue kannst du höher bringen. Ja. So, dann gehst du auf die Waffe drauf, gehst einmal auf Details, welche Taste das bei dir ist, das steht unten unter der Waffe. Und dann ist unten links so ein grau-gelbes Symbol, das heißt infundieren. Dann öffnen sich die Waffen, die zur Verfügung stehen, zum Infundieren. Dann gehst du auf eine dieser Waffen drauf und hältst dann die entsprechende Taste gedrückt. Aber das muss natürlich eine sein mit einem höheren Level als wie die Waffe, die du behalten möchtest. Also du packst quasi... Infundieren nirgendwo. Achso, ich muss hier noch irgendwie was angucken. Ah doch, hier, ja, da, infundieren, ja. Genau. So, dann öffnen sich, sobald du auf das Infundieren drauf gehst, dann öffnen sich da drunter direkt die Waffen, die du zum Infundieren zur Verfügung hast. Mhm. Und nehme ich dann gleich die höchste oder erstmal die zweithöchste? Oder? Nö, das wird Sinn, die höchste zu machen. Wenn du die Waffe behalten möchtest, die du dann jetzt quasi höher levelst, dann nimm ruhig das höchste. Okay, aber geht nicht. F für Infusion zerlegen. Genau. Bam. So, habe ich jetzt hier alles geklickt, was ich klicken muss? Ja, wenn du einmal mit ihm gesprochen hast und da seine drei oder zwei Quests, die er dir gibt, wenn du die angenommen hast, dann bist du good to go. Habe ich das jetzt? Laber die ganze Zeit. Ich glaube, habe ich es jetzt geklickt? Zuschauer sagen, glaube ich, hoffentlich ja. Ja, ich glaube, sieht gut aus. Boah, kann ja echt, gut, danke. Echt so, viel Zeit mit Loot und Ausschau. Ich liebe sowas ja, ey. Ja. Okay. Mache ich hier weiter Revolverheld? Ja. Das kann ich nicht mehr ändern, ne? Dass der Revolverheld ist, oder? Doch, das kannst du jederzeit ändern. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten für dich wahrscheinlich. Oh, schick. Du kannst noch einmal so einen Arkusstab quasi auswählen. Da gibt es dann sogar noch Untertalentbäume, wo du entweder diesen Stab auf den Gegner schmeißt und dann bleibt er da drin stecken und macht Schaden im ganzen Umfeld. Mhm. Oder du hast halt so ganz typisch so eine beiden Links daneben. Ja, ich hab schon. Ja, ich bin jetzt bei diesem Arkusstab. Ja, genau. Ich erinnere mich, den hatte ich auch mal benutzt früher. So, Nahkampf. Ich kann ja jetzt auch noch mal hier Fähigkeiten ändern. Dawnblade, Stormcaller, Light Subclass. Boah, ist das komplex, ey, was du hier noch alles einstellen kannst. Ja, komm, das mache ich ein andermal. Das ist jetzt, geht alles von der Zeit ab. Ich bleib jetzt bei der Knarre. Achso, jetzt habe ich hier irgendwie meine Fähigkeiten gewechselt und es dauert wieder eine Weile, bis die dann aufladen, ne? Genau, ja, aber gleich, wenn wir in die Mission reinstarten, ist eigentlich alles voll, ich glaube, bis auf die Superfähigkeit. Dann warten wir eben noch kurz auf Etienne.
Ach so, okay. Hier, ich bin ready. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ach so, wo müssen wir denn? Ja, genau, wir müssen hier jetzt einmal mit dem guten Herrn einmal quatschen. Guck mal, ey, da haben Bogen. Die Pfeile bleiben auch überall stecken. Kannst du die auch sehen? Ja, die kann man sehen, ja, genau. Die Bögen sind auch echt, die sind echt, die machen echt Spaß. Den Greifhaken haben wir jetzt aber nicht mehr, ne? Nee, im Moment nicht. Den schalten wir nach und nach frei. Genau, kann man den irgendwann permanent haben? Ja. Geil. Trotz aller Mutmaßungen wusste niemand, dass das I-Star-Kollektiv hier war. Oder eine unauffindbare Stadt. Den Season Pass habt ihr auch, ne? Carlos hat weiterhin Kontrolle über die Stadt. Oh, ich kann so richtig Luft bleiben. Aber diese wo sieht man das? Zumindest vorerst. Wenn ihr seine Jagd euren Geist Schleier einmal rausholt, ist von dringlichster Bedeutung. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei erreicht er ihn vor. Ja, Tab ist es. Genau, dann steht unten links in der Ecke wieder. Navigator öffnen. Wir dann müsst ihr, glaube ich, dann nochmal gedrückt halten oder den Navigator-Tab gedrückt halten. Irgendwie sowas? Ja. Ja. Öffnet sich die Karte bei euch. Ist das richtig? Ja. Okay, wenn ihr jetzt oben bei dem Reiter, wenn ihr dort auf Saison 20 geht, dann seht ihr, dass es quasi euer Season Pass ist, so Battle Pass. Ach so. Stufe schaltet ihr was frei. Und ihr habt dort einen exotischen Bogen, ganz unten links in der Ecke. Eine Lanze aber mit der schießen kann sogar. Ja, schieße ich jetzt lieber mit dem Ding. Und was war das jetzt nochmal? Ich hatte doch vorhin noch so einen Sniper Rifle. Wo war denn das? Ich muss die Granaten noch ändern. Höre ich gerade hier im Chat. Hier wie macht man das? Tipps. Ja, wenn du nochmal wieder in deinen Charakter reingehst. Ja. Oben links auf das Feuersymbol. Ja. Genau, geh mal drauf. Und dann auf Details, rechte Maustaste. Und dann sind da oben diese vier Symbole. Und das rechte, das ganz rechts von den vieren, das ist deine Granatenfähigkeit. Genau. Und da kannst du jetzt, wenn du jetzt dann, das ist ein bisschen, wenn du jetzt einmal nach unten langsam gehst mit der Maus, ganz leicht nach oben. Genau, da sind noch ein paar. Aber da steht not yet unlocked. Ach was. Okay. Ach so, ja, weil ich diese Fähigkeit noch nie gespielt, also diese Feuerei noch nie gespielt. Das sieht aber geil aus, wie er hier ist leider gerade mein Kopf davor, wie er diesen Feuerball hält. Ja, das werde ich mal ein bisschen ausprobieren. Oh Gott, da gibt es ja auch noch so viele Fähigkeiten. Nochmal eine Einladung, bitte. Natürlich. So, und was macht der Stormcaller? Auch geil aus. Und Blitz. Ach, das Blitzzeug ist gar nicht Eis. Oh, und Blitz ist natürlich das auch ist geil. Genau. Weil diese Granate, die du gerade ausgerüstet hast, das ist so eine kleine Gewittergranate. Wenn du die auf den Gegner schmeißt, dann ist über eben so eine kleine Wolke und da stehen die ganze Zeit Blitze runter. Ah, das finde ich gut. Okay, ich komme, Leute. Jawohl. Hoffe, ich klappt's jetzt. Jawohl. Mein Raumschiff ist richtig schnell unterwegs jetzt zu euch. Turbo angeschmissen. Bitte stürzt nicht ab. Okay. Jawohl, vielleicht da bist du doch. Dann würde ich sagen, let's go. Bitte. Ja, let's go. Du hast Osiris gehört. Da wir ist müssen er. Den Schleier vor Carlos. Oh. Sollte das? Ja, ne? Ja, keine Sorge. Alles gut. Ladezeichen unten rechts ist immer gut. Okay, es scheint. Aber ich will nichts jinxen, ich sag nichts. Diese hier waren wir eben schon. Genau. Nur jetzt haben wir die Mission gestartet. Wir wollen irgendwo hin. Dort leben alle Einwohner von Niohuna virtuell. Ich beschütze die Stadt und ihre schlummernden Körper. So, jetzt dürft ihr wahrscheinlich euer Jawohl. Das Wichtigste ist, den Schleier zu sichern, bevor Carlos es tut. Welche Taste ist das denn nochmal? Den Geist wieder rausholen, das dürfte Tab einmal sein. Ja. Dann steht dort... Ach, Summon Vehicle. Summon Vehicle mit E. Oder O, oder... Und dann... runter! Okay. Ich bin tot. Das ist immer wieder ganz so typisch, ey. Was, wie kann man denn... Ich dachte, da kann man runter. Wieso sterbe ich denn schon wieder? Wie bist du denn da runtergejumpt?
Ich hab dir doch. hab das doch genauso gemacht wie du! Was ist denn jetzt hier der Trick? Spring einfach mal so runter, wir fangen nicht auf. Kurz vom Boden einfach springen drücken. Mit dem Fahrzeug. Ja. Du kannst auch ohne. Du kannst dir das Fahrzeug auch hier unten rufen. Aber wenn ich im Fahrzeug bin, dann auch springen drücken. Nee, wenn du, im Fahrzeug bist, dann fahr mal und versuch. Es klappt doch wieder nicht, ihr verarscht mich doch. Ah doch, warte, ich bin noch da. Okay, da ist mein Sparrow, let's go! Woo! Also, ja, sehr gut. Er raucht ein bisschen, aber ist egal. Du kannst ja auch gerne einen neuen rufen, ja? Das, du kannst unendlich spawnen. Der ist schon gut. Brandneu, nicht Freunde. Das ist gerade unser kleinstes Problem. Geh weiter, Hüter. Tja, da kommt noch ein kleines Problem. Besonders schnell bin ich nicht. Drück mal rechte Maustaste. Genau, man kann boosten noch. Jetzt. Ich hänge im Geländer. Ich suche noch mehr, aber damit kannst du anfangen. Da ist dein Eisklotz. Wenn du damit jetzt sogar noch Gegner triffst, dann friert er ein. Und da ist die Gewitterwolke. Ja, ist gut. Huch. Oh, der Bogen fällt mir hin. Oh. Oh, der steckt mitten drin. Wie macht man den Eisklotz? Der kommt von alleine irgendwann, oder was? Wenn du aus der Hüfte schießt. Ah, aus der Hüfte. Wenn du anvisierst, schießt er einen ganz normalen Pfeil. Wenn du aus der Hüfte schießt, dann macht er diesen Eisklotz. So. Du musst den aber ein bisschen aufgeladen haben. Wenn du 2-3 Mal normal schießt mit dem Bogen, also anvisiert, dann macht er Eisklotz. Ah, ich schieße mir einfach in den Kopf. Boah, die Granate geht ab. Nice. Ah, jetzt habe ich 2 Pfeile drauf. Das geht so. bis zu 3 geht das drauf. Und wie kriege ich da mehrere drauf? Indem du anvisiert ein paar Schüsse auf Gegner machst. Genau, also wenn du so anvisierst und dann Gegner triffst, dann lädt sich der Bogen sozusagen auf. Ach so, okay. Und dann kannst du aus der Hüfte schießen und hast dann bis zu 3 Pfeile. Ach, für jeden Kill bekommt man einen. Okay. Gelbes Vieh. Stammsverwirrer-Stiefel gefunden. Stark. Box dich weg. Huch, was ist das? Oh, keine Muni. Ja, geil. Ist der nächsten, Gegnerwelle, Fabian, kannst du ja mal deine neue Superfähigkeit mal zeigen. Mit den Blitzen. Die ist auch extrem cool. Aber das würde ich erst machen, wenn viele Gegner in der Nähe sind, weil das ist eher so eine Clear-Superfähigkeit. Okay. Gibt so 3 verschiedene Arten von Superfähigkeiten. Einmal so eine Clear, um viele Gegner in kurzer Zeit zu besiegen. Mhm. Dann einmal wirklich so eine Damage-Superfähigkeit, um wirklich große Bosse viel Schaden zu machen. Und so Unterstützungsfähigkeiten für die anderen Teammates gibt es auch noch. Und deine, die du jetzt drin hast, das ist halt so eine Clear-Superfähigkeit. Okay. Du meinst die Ulti, ne? Ja, genau. Ja. So, jetzt hinter uns sind neue Gegner gedroppt. Und da kannst du die, wenn du in den Gegnern drin bist, dann ja einfach mal. Aber hier, ist doch gar nicht voll. Ist nicht voll? Okay. Ah, aber gleich. Bei Etienne sehe ich, ist sie eher voll sogar. Seine goldene Kanone. Der hält aber gut was aus hier. Ja? Time to shine jetzt mit deiner Superfähigkeit. Yes. Bei der Macht von sogar durch das Schild. Ja, hab ich gemacht. Jetzt ist meine Super auch voll. Meine Suppe. Ja. Keine Sorge, da kommt noch genug.
Mist, ich habe keine Supermunition mehr. Mein Kaltherz. Ich bin wieder auf Kaltherz umgestiegen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Hier kannst du sie jetzt einsetzen. Hier ist genau das Richtige für dich. Einfach mal rein. Jawohl, einfach rein und volle Karacho. Ach scheiße, ich hätte richtig darstellen. Achso, jetzt kann ich auch noch so rumwinzen. Ja, genau. Oh, ich bin der Größte. Unlimited Power. Das ist ja geil. Wo ist der Nächste? Oh, die ist super. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir alle wieder sterben, wenn Fabian ausrastet. Oh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte, ich schieße dann irgendwas. Ich wusste nicht, dass ich drin stehen muss. Genau. Geil. Freue mich schon drauf, wenn das wieder passiert. Huch, witzig hier. Ist schon abgefahren, was hier so Ideen haben hier so für ja, wild. Architektur und so. Die sind halt auch Technologie offen. Ja, genau. Achso, nach einer Weile kann er die Sehne nicht mehr halten. Corrupted Keycard habe ich gefunden. Die Legion hat diese Daten echt verstümmelt. Viele davon sind unlesbar. Das ist anders als die Witz-Korruptionsversuche, die ich. Na, kommt ihr da mal raus, ja. Solange wir nicht noch mehr Zeit haben. Hast du schon wieder dein. Ach nee, das ist. Hammerwerfer. Das ist kein Hammerwerfer. Au. Okay. Ich fühle mich so mächtig. Ja, weiter geht's. Boah, dieser Pfeil sieht so richtig unangenehm aus. Wenn man von dem getroffen wird, das tut bestimmt richtig weh. Jetzt zacken. Ah, jetzt muss man das hier abgeben. Genau. Einmal hacken. Hacken Sie. Dein kleiner Freund hat wohl ungewollte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Pyramidentechnologie der Schattenlegion ist komplexer, als ich das sehe. Pokéball. Lass sie nicht in meine Nähe, während ich das hier überschreibe. Ich auch Pokéball. Ja, das ist mein Geil. Den Geister kann man auch so Skins geben. Sieht aus wie Pokéball. So, wir retten dich, Titus, kein Problem. Ja, finde ich gut. Die beiden Destiny-Noobs haben deinen Rücken, kein Problem. Steht hier immer noch an dem. Achso, nee. Den hast du denn noch gar nicht den Bogen ausprobiert? Doch, hab ich. Aber der war mir zu langsam. Ja, ich muss dafür meine Lieblingswaffe verschenken und deshalb habe ich mich dann wieder umgeschickt. Der ist schon cool, aber ich mag diesen Shaft, weißt du, diese Lightning Gun. Das ist natürlich auch schön, ja. Die macht auch so krass Damage irgendwie. Oh, den hau ich weg. Den hau ich weg. Wo schießt denn hier jemand? Er steckt fest. Oha. Wir beschützen quasi den Ghost gerade, wie er irgendwas. Genau. Ach so, ich dachte, ihr beschützt mich. Kann man die Granaten irgendwie schneller aufladen oder wie läuft das mit Granaten? Ja, die Granaten haben eine Basisabklingzeit und dann kann man je nachdem, was für. Ja, da müsste man quasi ins Bildsystem reingehen und sich die Rüstungen mit den Mods zusammenquarten. Verstehe. Da gibt es so zum Beispiel. Was gibt es hier?
erhöhte Wurfreichweite oder Schaden mit einem Nahkampf verursachen, reduziert diese Abklingzeit, also quasi mit Nahkampf, aber da muss man dann halt so die Mods dementsprechend ausrüsten. Ja? Mhm. Oh. Geil, der hat mit zwei Pfeile im Kopf stecken. Oh, finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, der andere war schöner. Supercharged! Ich schau mir das nochmal schnell an. Okay, wir haben den drei Wellen. Kein Problem, ist das ein komplexes System? Drei Wellen besiegt. Alles ohne okay. Probleme sind wir da. Ich fühle mich nur etwas daneben. Monkey see, Monkey do. Ich bin tot! Ich weiß nicht! Irgendjemand hat auf ein brennendes Fass geschossen. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Bist du immer so eine Spaßkanone? Um Spaß mache ich mir momentan keine Gedanken. Der Schleier hat so viel Macht, der kann sich noch eine Weile selbst verteidigen. Oh, hier ist jetzt nochmal so ein Kampfbanner, hier, dass unsere Superfähigkeiten alle wieder voll sind. Und unsere Munition. Desto mehr überkommt mich. Oh ne, wir sind in einem Unterdrückungsfeld. In einem Unterdrückungsfeld? Ja, unsere Fähigkeiten werden hier von diesem Gegenstand hier gerade unterdrückt. Der soll mich in Ruhe lassen. Ich hatte doch gerade meine Ulti fertig. Was ist dieses Ding? Es scheint sich um ein parakausales Störgerät zu handeln. Oh, ein parakausales Störgerät, da kann man nichts machen. Oh, ich bin tot. Was war das denn? Halleluja. Seid ihr auch alle tot? Ich hab auf so einen Stoppcode auf dem Ding gelandet. Und dachte, das ist eine gute Idee. So, jetzt ist zum Beispiel so ein Punkt, wo wir uns nicht selber wiederbeleben können. Ach so. Das muss jetzt der liebe Fabian für uns erledigen. Ah ja, das kommt früh. Kein Problem. Aua! Oh, ja, das ist dicker. Ja, ich bin wieder da. Sehr gut. Ich kam jetzt auch wieder. Ich hätte euch aber auch geholt. Ja. Oh, der ist aber besonders hoch. Oh, der hält aber auch. Alter, ich bin schon wieder tot. Okay. Es ist mal nicht gewöhnt, dass plötzlich zurückgeschossen wird. Oh, da kommen aber viele. Alter, ich bin schon wieder tot. Wo kommen die denn alle her? Ich will, glaube ich, mal hier richtig schießen müssen. Boah, ich hätte so Bock auf meine Ulti. Ich hätte vielleicht mich doch nicht so weit... Ui. Aber man kann nicht stunden erwarten. Also wird es dann doch mal ein bisschen. Ja. Das ist doch gut. Wir sind wieder lauter Freunde. Jetzt haben wir ihn aber. Okay, jetzt gibt's richtig Kasala hier. Oh nein, jetzt ist er tot. Gerade wo ich Schwert gezogen habe. Ah, das war jetzt schon. War ein bisschen. Da kam schon ein paar mehr. Ja. Sind schon Leute gestorben. Also ich natürlich nicht, aber. Ja. Irgendwelche. Ja. Achso, ich muss hier gerade mal ein bisschen. Mich wieder umziehen. Das ist eine Menge Schattenlegion. Was hab ich hier Neues? Scout-Rifle. Warum nicht? Warum blinkt denn das hier immer noch? Das blinkt einfach immer. Was passiert? Ja, wir haben den Quest. Eine Katze. So. Zu spät. Sie haben den Schleier. Mei, ich sehe echt nicht gut aus. Was habe ich mir nur bei dieser Frisur gedacht? Es ist schlimmer als vorher. Viel. Ich sehe aus wie mein Ghost. Mein Zeuge.
hat er sich verwählt. Wir haben den Schleier. Zumindest seinen Aufenthaltsort. Also erstaunlich ehrlich für einen Oberbösewicht. Also wird es dauern, bis wir durchbrechen und eine Verbindung schaffen. Gute Kalos ist sehr von sich selbst überzeugt. In der Nähe. Ja, wir wissen, dass sie hier dass sind. Ein paar Solbeschützer halten das Schicksal nicht auf. Verbinde den Heiligen Geist und zerstöre den Schleier. Die finale Form hängt davon ab. Jawohl, mein Zeuge. Das war vertraut. Schon wieder dieses ungute Gefühl. Als sollte ich nicht hier sein. Wir schaffen das schon. Lass uns Osiris und Nimbus davon erzählen. Mhm. Okay. Guck mal, ob ich das hier unten starten kann jetzt am Gebäude. Was machst du? So, ich bin auf jeden Fall unterwegs zu euch. Jawohl. Schieß dich. Was machst du da jetzt? Hier unten ist bei mir die Fahne für die nächste Mission. Ach so, aber hier bei mir ist hier oben so eine Fahne, dass die... okay. Dass man hier die Mission abschließen könne. Bei mir steht, schließe die Mission Niedergang ab. Ist es auch bei dir Niedergang? Schließe sie an das Ziel. Ja, perfekt. Bei mir steht gar nichts. Bist du denn schon da? Ach, da bist du. Ah, du musst aber vielleicht nochmal hinten, mit dem Typen reden. Mit ihm hier? Der hier sitzt? Nee, Osiris, der ist dann da drin. Ach, da hinten der? Genau. Ich weiß nicht, ob das. Ja, du warst ja nicht da. Ja, ich war schon da. Ich geh hin. Schieß dem hier in der Zeit ein paar Pfeile durch seine. Ist ja ein MacBook. Ich auch fliegen? Das gefällt dir wohl nicht, hä? Ja? Der guckt einen sogar an. Tja. Schicke Schuhe, aber. Mit dem? Nee, mit dem. Diese Stadt ist fortschrittlicher, als ich es mir jemals vorstellen konnte. Ihr Cloud Arc ist wirklich faszinierend. Versuche, es scheint irgendwie mit Hilfe des Schleiers zu funktionieren. Willentlich die Kontrolle über den Körper aufzugeben. Geht wohl nicht. Ein verblüffendes Konzept, primär im virtuellen Raum zu existieren. So, deine. Okay. Jetzt habe ich mit dem gelabert. Steht das da hinten? Bei mir steht Mission starten hier unten, ja. Neue Abenteuer verpflichtet. Ich würde sagen, ich starte die Mission, oder? Ja, hau rein. Ich rede hier noch mit dem Typ, aber von mir aus kannst du starten. Die Vex haben sich das Chaos zu gemacht, an die Westfront vorzudringen und unsere Piazza in ein Schlacht... Okay, ich bin ready. Sorge, Black Screen ist normal jetzt gerade. Ja, also ich bin ein bisschen Angst haben. Also komplett schwarz. Hier steht eine gefährliche Mission bevor. Carlos Festung zu stürmen wird schwierig. War knapp. Normalerweise hätte ich vor solch einem Angriff mehr Infos. Der Hüter hat sich immer... Wow, wie geil war das denn? Er ist einfach mitgenommen worden. Wenn du schnell zuschlägst, können wir die Bedrohung beseitigen, bevor es den Schleier erreicht. Dring in Carlos Was Festung ist denn eigentlich hinein, The Veil, oder der Zeuge unbedingt hin will. Oder Digge. Das ist das Ding, das wissen wir noch nicht so genau. Das ist irgendwas, was dieses Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit instand hält. Und, beide Seiten oder hauptsächlich der Zeuge und die Dunkelheit möchten das ganz gerne für sich beanspruchen, um mächtiger zu werden. Sage ich jetzt mal so ganz grob erklärt. Wie gesagt, die Lore in Destiny ist da sehr. Die geht ziemlich tief.
Und dicke Füße. Irgendwas schießt ja auf mich. Ein Geschütz steht da hinten. Jetzt nicht mehr. Oh. Sieht geil aus, wie diese Kugeln da so runter. Mhm. Das ist rausgekommen. That's what she said. Hat man eigentlich was davon, wenn man die Viecher so gemischt? Also, nee. Oh, ich bin tot. Ich habe mich doch versteckt hinter der Mann. Im ersten Moment nicht, aber auch dafür kann man dann halt auch die Rüstung gewisse Mods reinpacken, die dann zum Beispiel bewirken, wenn du einen Gegner finishst, kreierst du für das ganze Team schwere Munition zum Beispiel. Ja. Also schwere Munition ist dann für die Raketenwerfer oder für die Granatwerfer oder Schwerter oder so. Solche Effekte hat man dann dadurch. Oder kann man dadurch haben. Oh, what? Oh! Ich glaube, ich spinne, ey. Oder ist der irgendwie, hat der ein Schild oder was? Ja. Wir manche haben. Gegner haben so Elementarschilder. Und die kann man dann, schwerer brechen. Hm. Es sei denn, man hat halt eine Waffe mit dem genau dem richtigen Element am Start. Also der hatte gerade das grüne Schild und ich hatte jetzt hier so eine Waffe, die quasi dieses selbe Element hat und dadurch habe ich das Schild dann schneller kaputt gemacht. Okay. Ich glaube, meine Schwert. Ich brauche mal ein neues Schwert. Kriege ich ein geileres Schwert? Ist es wieder leer oder was? Definitiv bessere. Ja. Das ist nämlich nicht mehr geil. Regeln der Pyramide, ja, ist ja gut. Jetzt wird das hier so neblig. Ist gemein, ey. Jedes Mal, wenn ich meine Ulti voll habe, dann ist sie etwas seltsames. Eine mächtige Konzentration von Lichtenergie. Irgendetwas ist hier faul. Moment. Eine parakausale Energiequelle. Vielleicht der Radialmast. Was habe ich denn hier? Oh. Jetzt geht's einmal runter. Oh. Da segel ich lieber. Die Schattenlegion hat den Korridor abgeriegelt. Selbst wenn wir uns durchkämpfen könnten, haben sie genug Zeit, den Radialmast zu sichern. Oh, da unten sind aber ein paar Panzer. Es muss schon mehr als einen Weg zum Radialmast geben. Einen Moment. Ich übertrage alle unsere Sensorenscans. Ich hab sogar getroffen. Bin ich hier. Mal ein Hammer darüber drauf. Ja, du bist mal. Freunde. Ich glaube, hier geht's lang. Glaube ich, ja. Oh, hier sind Gegner bei mir. Tatsächlich? Oh. Ja. Oh, hier auch. Sind wir nicht in der. In der Pyramide, ja. Ah, okay. Hä, wo seid ihr denn? Du müsstest einmal hier hoch. Güter, siehst du das? Noch mehr dieser merkwürdigen dunklen Energie. Warum ist sie hier? Einmal hier hoch. Ah, da hinten wieder runtergefallen. Oh, ist Gold. Müssen wir einmal auf diesen Stein. Der Dicke ist ja so Goldfan. Und jetzt einmal nach hier ganz oben. Am besten einmal zwischenspringen über diesen Stein. Ja. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin aber schnell tot, ey. Was sein? So, jetzt mal erstmal hier hin. Alter, ich bin schon wieder tot. Das ist unfassbar. Wo bist du denn auch? Hier oben müssen wir einmal weiter. Und jetzt. Okay. Ja, da wo ihr jetzt auch seid. Ja, oh, hier sind ganz schön viele. Oh, ja, hier ist ja was los. Ja, da bin ich auch. Aber irgendwie sterbe ich sehr schnell. Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Oh. Danke. Das war überraschend.
bin irgendwie einen anderen Weg hier hingekommen als ihr. Ich war hier schon. Ich bin schon dreimal hier gestorben. Ja, ich war schon dreimal hier gestorben, bis ihr gekommen seid. Wir verlieren wertvolle Zeit. Ja. Genau das ja, hat erst einmal hier rechts drauf. Boah, da waren jetzt immer so ein richtiges. Also die 6-Mann-Raids, die haben auch immer richtige Jumping-Puzzles dann. Ah, da. Nein, ich fliege vorbei. Nee, doch nicht. Ah. Nein, was ist denn da? Wer baut denn da oben nochmal dann so ein Gitter hin, ey? Ist nur für dich dahingestellt. Oh, da bin ich jetzt einmal im Vorteil. Wow, wow, wow. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, hätte ich sogar durchfliegen können. Aber es ist so schön. Da, dahin müssen wir rüber. Ach so, okay. Das wird zu knapp. Das wird nix. Ah! Nein, ich bin auch ab. Das ist so schlecht, ey. Wie schlecht kann man denn springen? Okay, ich komme. So, wohin? Ach, da hoch. Oder was? Hier kannst du auch hier geradeaus weiter auf diese kleine Plattform und dann hier hoch. So, supercharged. Aua. Ja, dann mal los. Es ist keiner mehr da. Och, ich komm gerade hier oben gerade raus. Wo? Ah ja. Boah, unlimited power. Die ist wirklich schon echt extrem cool, die Superfähigkeit. Oh! Manchmal verwechsel ich mich mit den Gegnern. Ja, ja, das ist ja auch. Das Spiel will gerade irgendwas von mir. Ein Weapon Pattern sei jetzt fertig. Carlos hat einen extra Raum für eine riesige Goldstatue von sich selbst. Oh, jetzt sehe ich es. Carlos hat einen extra Raum für eine riesige Goldstatue von sich selbst. Ja. Das ist so lustig in meinem Kontext. Also, die gehen mit dem Kopf. In deinem Kontext, ja. Das ist echt so. Der Name und das. Der hat eine goldene Statue von sich? Okay. In seinem Büro. Mit diesem Gravitationsaufzug bewegt die Schattenlegion Ausrüstung und Truppen. Er sollte uns tiefer ins Schiff führen. Hui. Hui. Ich traue meinen Sensoren nicht. Wo seid ihr? Der Radial muss oder fliegst du denn da so lang? Ja. Es gibt noch viel, was wir nicht wissen. Wozu ist das sieht so aus, als würde es ganz knapp werden, aber... Ja, man denkt immer, man fällt unter. Aber es ist auch ganz knapp! Oh, da muss man doch springen! Aber zuerst müssen wir den Radialmast zerstören. Und den müssen wir jetzt nochmal machen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Aber spring mal nicht, lass mal einfach durch. Drück mal einfach nichts. Dann müsstest du eigentlich automatisch rausgekickt werden. Gibt es nicht auch eine normale Melee-Attack? Ja, es gibt einmal den aufgeladenen Melee und wenn der aufgebraucht ist, dann macht der automatisch auf demselben Button die normale Melee. Das sieht, ja, bei mir, okay. Sieht bei mir so aus hier, wenn du gleich aus dem Menü raus bist. Ja, Moment. Oder halt, du kannst das auf zwei unterschiedliche Keys auch legen, den aufgeladenen und den nicht aufgeladenen. Was ist das denn? Mach dir erstmal ein paar Pfeile in den Kopf. Ah, hier. So, sieht viel schöner aus. Okay. Wunderschön. Nach oben. Zweifel immer nach oben. Abgefahrenes Level-Design hier und auch Level-Struktur, ey, das ist wirklich... Die Schattenlegion ist gut auf eine Belagerung vorbereitet. So viele Schiffe. Wenn diese Schiffe die Kryokapseln erreichen, wären die Folgen verheerend. So, wer macht seine Ulti wann? Mach du gerne. Mach mal. Ich glaube, Moment, die sind noch zu klein. Hier rum.
Sollen jetzt hier diese Plattformen einnehmen hier oben? Okay. Jetzt spawnen ein paar neue. Jetzt könntest du deine Ulti benutzen. Das sind zu wenige. Das sind zu wenige. Anspruchsvoll. Das sind einfach zu wenige. So, hier kann man einfach zerboxen, die Typen. Ja. Ich war auf einem ganz dicken. Ich sag nix. Oh, ich hab Fußball. Exklusive Energie. Was soll ich denn jetzt machen? Den kann man hier vorne abgeben. Ja, ich glaub, das war. Wenn du es schaffst. Boah, shit, ey. Ich hätte ihn nicht aufheben sollen. Ich hätte erst meine Ulti nutzen sollen. Superpower of the Legion. Oh nein! Gibt's euch alle weg? So epische Musik jetzt hier. Okay. Bin ich da geworden. Wir haben gewonnen. Wir sind die allerbesten. Den Ball auch einfach nehmen, wenn's keiner mehr lebt. Wo tue ich den jetzt hin? Hier oben, hier, bei der Tafel, hier oben. Ich spiele ab. Und den werfen? Nein, den nicht. Es gibt Bälle in Destiny, die man werfen kann, tatsächlich. Oder Kugeln, je nachdem. What? Okay. Schütze euch. Ich hab nochmal eine neue Waffe bekommen. Du hast ein paar Schiffe weniger, um die du dich sorgen musst. Eine improvisierte Ablenkung. Aber effektiv. Und die Bewohner Neomonas sind vorerst in Sicherheit. Was sind das für Orbs, die man hier einsammelt? Das sind Sphären der Macht. Dadurch kriegt man auch mit diesem Mod- und Bildsystem kriegt man dann entweder Fähigkeiten dazu oder die vorhandenen Fähigkeiten wie Granate oder Nahkampf oder Super werden schneller aufgeladen. Also sollte man auf jeden Fall aufladen. Ja, genau. Dadurch kriegt ihr auch eure Ultimate-Fähigkeit schneller wieder voll. Was ist denn hier? Sichelboy, was ist das? Boah, da haut er mal rein. Hui, hui. Ah, ich war doch gerade mich am Umziehen. Das ist so schön. Mein Lied. Der hält aber gut, der kann nur wegstecken. Oh, was? Was hat mich denn da erwischt? Ich sehe schon, ich muss wohl auch mal schießen. Komm hier, hol dir Blitze. Da jetzt ist er da immun dagegen. Und der rein, ey, das ist ja. Ich glaube, solange der die Crit-Punkte noch offen hatte auf der Schulter, solange kannst du ihm, glaube ich, da keinen Schaden machen. Ach so. Jetzt müsste es gehen. Jetzt ist es weg. Ich komme wieder nur zu mir. Der sieht aber geil aus. Tormentor, Alter. Boah, Jesus, was war denn das? Da hab ich jetzt überhaupt nicht gerafft, was mich erwischt hat. Alter. Ich wäre auch Aggro auf mich. Ich schmeiß mich weg. Holy shit! Ja. Oh mein Gott. Ich könnte aber auch gefinisht werden. Würde ich sehr gerne holen, aber meine Batterien sind gerade leer. Von der Maus oder was? Nein, vom Controller. Oh nein, ich bin tot. Oh nein, ich bin auch kalt. Nein, Controller, los. Oh, ich bin wieder da. Ich komme in 2 Sekunden wieder. Geronimo! Nein, was ist passiert? Ich wurde belebt und getötet. In ein und der gleichen Sekunde, glaube ich. Ich bin ganz woanders. Ach, da stehe ich schon hier oben. Nahkampf! Nee, doch, da keine kann Idee. Da kann mir nichts passieren. Oh, da kann mir doch was passieren. Ja, ich habe den Finisher nicht mehr. Oh, er hat mich gepackt!
Jetzt ist er. Jetzt kann ich finishen. Ich mache es. Ich mache es. Stark. Ja. Er wollte erst bei der Lootbox sein. Und dabei noch gut aussehen. Ich habe bei Counter-Strike schon Leute vom Diffusen abgeschossen, also aus dem eigenen Team. Das ist schon passiert. Überrascht mich nicht. So, geht's jetzt hier eigentlich weiter? So, was haben wir hier? Linear Fusion Rifle. Und bei dem was? Von irgendwas habe ich zu viele. Ach, Kinetic Weapons habe ich zu viele. Da muss ich mal hier ein paar dismanteln. Oh, der Rick. Boah, ich habe richtig viel neuen Shit. Deshalb sterbe ich so schnell, weil ich schon ewig nichts Neues ausgerüstet mehr habe. Ja, ich habe irgendwas gesehen, als ich die Mission gestartet habe, empfohlenes Level 1650. Also wenn ihr noch mit den 1600 Zeug rumläuft, dann wird es dann jetzt wahrscheinlich ein bisschen knackiger für euch. Mhm. Och, das ging doch. Was habe ich jetzt? 1633 habe ich jetzt. Oh ja, das ist okay. Zieh ich mir noch ein paar neue Schuhe an. Und noch einen neuen Gürtel. Nee, das will ich behalten. Hätte ich jetzt so gern mal ein neues Schwert. Du mit deinem Schwert an, ey. Ja, das Schwert haut einfach nicht mehr rein. So. Gut. Okay. Ich bin soweit. Jawohl. Raketen. Oh, was wird das denn jetzt hier? Seid ihr schon beim Radialmast? Nein. Aber demnächst. Ich kann ihn spüren. Gut, gut. Er ist noch an Ort und Stelle. Uns bleibt noch Zeit. Konzentrier dich auf den Weg vor dir, Hüter. Einmal dahin. Genau. Dann einmal hier rüber. Okay. Richtschuss. Und dann einmal hier hin. Ich finde es ganz geil, dass das so, dass man den Weg erstmal suchen muss, dass man sich so fragen muss, geht's da lang? Bin ich bescheuert? Ist das ein Weg? Ja, genau. Ich mag das, dass das nicht einfach nur so, weiß ich nicht, so straight ist. Nicht einfach nur eine Straße lang laufen und dann genau. Spiel, sondern man muss so ein bisschen gucken und erkunden, ne? Das ist ganz gut gemacht. Ja, man hat auch dann so das Gefühl, man entdeckt irgendwas oder. Ja. Ich pingponge gerade so zwischen. Ich auch. Dieses Kind auf der Rutsche, das über seinen Kopf anhaut. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Ich kenne es von meinen eigenen Kindern. Ich ging davon aus, tiefer drin Boing. Mehr vom alten Kallus zu sehen. Der alte Kallus. Das hier, der alte Kallus. Wie sehr hat der Zeuge ihn Kalli. Verändert? Ich habe jetzt einen Raketenwerfer. Oh, habe ich jetzt auch so eine Strahlkanone? Mit original einem Schuss. So. Oh, die hat aber nicht viel Munition. Was das hier? Ich habe ja immer noch meinen Trusty Bow. Aha, Hast du wirklich so einen Stinger-Raketenwerfer da dabei? Oh, da droppt was. Das. Ach, da habe ich auch unendlich Munition für. Das ist ja geil. Wie der diese Rauchwölkchen da abgedampft ist. Die Viecher da so eingefroren. Ey, was ist das hier? Deine Armee auf Abruf quasi. Aber ich weiß nicht. Nein, wieso springe ich denn? Wie ein Idiot! Jesus. Das Insel. Ja. Ich bin super bereit. Ach nee, mein Super ist bereit. Super breit. Super breit, ja. Ich bin super breit. Deshalb bist du auch so stark.
Das ist aber sehr angenehm, wirklich so einen Fremdenführer hier dabei zu haben. Ja, total. Immer bestes. Ohne dich wären wir immer noch beim ersten Dialog. Ja. Lass jetzt nicht nach. Wupp, wupp, wupp. Da sind sie wieder. Okay, das sieht nice aus. Süß. Oh, 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 sieh dich nur mal um. Geschafft. All diese Soldaten der Schattenlegion. Das ist eine ganze Armee. Ups. Eine Armee, die bereit ist, Neomuna anzugreifen. Carlos wird alles und jeden vernichten. Diese absurde Mischung auch aus so antiker Kunst und dann aber auch Science-Fiction-Architektur. Ja. Das ist irgendwie alles. Also ich habe hier schon alle Elemente gesehen irgendwie. Das Monument muss der Radialmast sein. Ägyptisch. Und es besteht kein Zweifel daran, dass er Licht in Energie verströmt. Ist das jetzt Boss? Das sieht doch so recht bossy aus. Willkommen, Hüter. Schön, dass du mir heute Abend die Ehre gibst. Komm, der wird mir auch rot angezeigt, der eine. Das heißt, der ist wohl besonders lass uns gemein. Ja, wenn du zu viel unter Level bist, dann steht bei den Gegnern tatsächlich auch irgendwann einfach nur noch immun. Oh, wow. Ignoria Carlos Geschwafel. Jetzt oder nie. Zerstöre den Radial. Oh, ich bin irgendwo, wo ich nicht sein sollte. Du musst jetzt hier ein paar Plattformen einnehmen. Ein flüchtiger Blick auf die Macht der Gewehre. Da hinten gegenüber ist gleich die nächste, wo die Gegner sind. Ja. Du könntest so viel mehr. Ja, fährt durch, ne? Wird du dich uns. Oh, von links kommen wieder welche. Ohne einen würdigen Gegner wird selbst die Leistung des besten Kämpfers einfach weggeburnt werden. Ich geh schon mal zur Plattform. Da ist was los. Jetzt ist da unten leuchtet eine Kugel auf. Die muss jetzt jemand aufnehmen. Ich hol sie. Ich hol die Kugel. Und dann musst du sie irgendwo hinbringen und dort dann abgeben. Das irgendwo? Wird dir dann normalerweise angezeigt, wenn du das, den Ding aufnimmst. Boah, ich bin fast tot, ey. Ich bin fast tot. Der lässt sich nicht so leicht wegsupern. Das ist ja wie Football hier. Was ist denn? Hier. Ui. Okay, ja, das okay. War... Also, war ich hab gedacht, ich bin zu, ich bin super stark. Ah, es macht dann seine Mauer. Ja. Was heißt hier mal? Ich hab die vorher noch nicht gesehen. Oh nein, jetzt falle ich ins Loch. Ich falle ins Loch. Oh, oh. Okay, nicht vorbei. Wie hast du das gemacht? Nice, danke. Jawohl. Okay. Wow. Boah, der ist ja dick, ey. Der ist ja richtig heftig. Oh mein Gott, ich muss weg. Das ist ein Termin oder was? Ja, so ungefähr. Mach dir mal weiter. Ich komm zum Looten zurück. Das habe ich ihn aber rein. 25.000 hat die Granate gemacht. Wir müssen noch, glaube ich, auf die eine Plattform oben drauf, ne? Kann das sein? Ja. Da, wo die ganzen Gegner oben noch rumstehen. Oh, zieh dich hoch. Ach, da oben. Oh, aua. Ist zu gut geschützt. Er ist quasi unberührbar. Oh, jetzt haben wir noch eine Kugel, die wir abgeben müssen. Können wir die Energieleiter überwachen. So was. Ich komme erstmal zu euch. So ist das auch bei einem Raid dann so, dass es so verschiedene Aufgaben innerhalb des Kampfes gibt, die man machen muss, ne? Genau. Da muss man sich nämlich teilweise richtig gut absprechen. Ja, genau. Meistens gibt es irgendwelche Aufgaben. Irgendwie ein oder zwei Leute müssen irgendwas machen, während zum Beispiel einer irgendwie eine Plattform hält und der muss auf dieser Plattform stehen bleiben. Ansonsten verschwindet die Kugel oder man muss irgendwas Bestimmtes machen, um dann die Damage-Phase, die Schadensphase für den eigentlichen Boss dann irgendwie einzuleiten oder um ihm sein Schutzschild
zu zerstören, damit man dann überhaupt Schaden machen kann. Sowas in der Richtung. Aber jetzt haben wir doch Dinge unter Kontrolle, habe ich das Gefühl. Aber voll. Nehmen wir mal die Kugel. Ist das natürlich clever, die einfach übergesprungen. Ja, ich unterschätze immer noch, wie weit und hoch man springen kann. Ja, ja. Das ist. Gibt dann sogar noch so die goldene Ausrüstung, gibt es sogar auch noch für jede Klasse, dass du damit höher schweben kannst oder noch weiter eine springen kannst. Anomalie. Woher kommt Oh, guck mal, hier ist wieder die unsere Strangfähigkeit hier. Könnt ihr wieder aktivieren. Hier unten einmal bei dem, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich will das. Dann haben wir wieder unseren Grappling-Hook hier ein bisschen. Aber hier sind gar keine Gegner irgendwie. Da hier sind das viele. So, noch mit sowas. Bam, das ist ja einfach nur geil, ey. Hier alle weg. So, die schaue ich kaputt. Schnapp ihn dir. Hat er die ganzen Beine im Kopf steckt. Ups. Supercharge! Aber ihr seid jetzt alle zu klein. Bei mir kommt hier ein bisschen was. Hier kommt hier bei mir doch ein bisschen was. Vielleicht auch noch einen Mund. Oh shit. Eieieiei. Das ist ein gutes Gemetzel hier. Was ist denn das? Oh, jetzt sind wieder welche. Wow, wow. Macht mal euren. Ah, der ist vorbei. Beim nächsten Mal euren Grapple-Hook auf den Gegner. Und kurz bevor ihr beim Gegner seid, könnt ihr dann die Nahkampftaste gedrückt halten. Und dann macht er nochmal so einen besonderen Angriff in die Gegner rein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Angebot angenommen hättest. Ist das hier der Big One Signal? Nee, das ist Valbor cool. Immun. Weil, ich kann gar nicht, ich mag gar keinen Schaden. Supercharge, kann ich den supern oder ist das irgendwie nichts? Moment, hat er noch ein Schild? Moment, ich bekomme eine Übertragung. Ja. Es handelt sich um Koordinaten. Na ja, dann sag mal. In dieser Arena. Stärker bist du nicht. Mehr das kommen die ja noch runter, du Hund. Das kannst du nicht leisten. Muss man irgendwas machen, damit das Schild von ihm weggeht? Im Moment müssen wir nur warten, tatsächlich. Das kann ich. Weil storytechnisch, was passiert jetzt? Dein Leichtsinn wird dich eines Tages noch umbringen. Aber eine von unseren Verbündeten kommt jetzt nämlich. Oi. Oi. Gerade diese Wand. Jetzt kommt was ganz Tolles. Fabian, komm mal zu uns rüber. Weil wir sollen jetzt hier abhauen. Aus dieser Arena. Weil da unten sonst die ganze Zeit Gegner kommen. Kommt mal zu mir runter. Ist das vorbei? Hast du den Radialmast zerstört? Und können die auch alle platt machen. Ja, können wir. So, wir sollen nämlich jetzt hier die Biege machen. Und zwar mit unseren Fahrzeugen. Carlos konnte den Schleier sichern. Ist jetzt auch der Am besten nicht durch diese schwarzen Kugeln fahren. Wer gegen den Fluss kämpft, wird weggeschwemmt. Ich hatte doch meine Ulti. Kann man die einfach überfahren quasi? Du kannst sie theoretisch überfahren, ja. Oh. Knapp. Ui. Auto ist kaputt. Oh, da ist Panzer in der Mitte. Vorsicht. Oh, was? Sie haben mich runtergeschossen. Ich rette dich. Oh, mein Pyro, der brennt aber bis sonst wohin. Was, Fabian? Was machst du da? Geschafft. Sterbe.
Oh, ich bin tot, aber ich hab's geschafft. Ja. Der Typ hat sich durchgeschleppt. Aber du hast gemerkt, ich hatte vor, mich für dich zu opfern. Ja, ich hab's gesehen, ja, und du hast auch gut aufgemacht, da, auf jeden täuschen. Fall. Kalos ist kein großer Imperator mehr, sondern viel gefährlicher. Ein hungriges, verzweifeltes Biest. Das Kabal-Imperium und all seine Reichtümer gehörten einmal ihm. Ach, süß. Und nur ihm allein. Er sagte, Freude sei sein Ziel. Er hat ein bisschen was von den Baby, von den Dinos. Und ja, ja, du hast recht. Ja. Sei Schwäche. Bin die Mama, muss mich lieb haben. Nee, bin das Baby, muss mich lieb haben. So war das. Angst davor, dass seine Freude bald enden könnte. Sie trübte seine Sicht vor dem kommenden Putsch. Ich hätte das macht schon richtig Bock, muss ich sagen. Aber ich wählte die Verbannung. Ich glaube, wir kratzen erst an der Oberfläche. Er würde in der Nähe des Weltalls verkümmern. Nicht die Mama, genau. Nicht die Mama, nicht die Mama. Er fand dort etwas Größeres. Die Chance, Smoky, mächtiger zu werden, als er jemals war. Wie ein blutdürstiges Kriegsbiest jagte er dieser Chance nach. Ohne Ehre, ohne Vernunft. Es gab nichts, was er nicht für seine eigene Erlösung opfern würde. Als der Zeuge dann zu ihm kam, stellte sich Kalos dem, wovor er immer davongelaufen war. Wenn wir ihn nicht aufhalten, sind wir alle dem Untergang geweiht. Haben die Memo bekommen? Ganz geil. Ja, es gibt einem so diese Story-Happen, geben einem auch da nochmal so bei dem ganzen Rumgeballer irgendwie so, ja, das motiviert einen so ein bisschen, ne? Ja, vor allem hätte ich jetzt schon Bock, den Dicken dann auch mal zu facen. Kommt er? Ja, nee, Spoil es nicht. Spoil es nicht. Wahrscheinlich kommt er im nächsten, im letzten DLC. Das ist ja der vorletzte DLC hier, ne? Das ist der vorletzte erstmal, laut ja, Plan. Im letzten wird es doch dann um den Witness, um den Zeugen gehen. Oh, vermutlich schon, ja. Kommt gerade die Frage, ob das vom Feeling her eher chillig oder eher kompetitiv ist. Also das finde ich jetzt schon eher chillig. Wir haben es aber auch nicht auf schwer dann gespielt, ne? Aber man muss sagen, es gibt ja auch noch Schmelztiegel, ne? Gibt es doch noch, oder? Das genau, zum Beispiel sehr, also PvP. Genau. Es gibt das habe ich zum Beispiel sehr viel gespielt. Es gibt beim PvP sogar noch einen Modus, den gibt es immer nur am Wochenende. Der heißt Prüfung von Osiris. Das ist richtig so eine Mischung aus einem Arena-Shooter und so einer Battle Royale. Battle Royale im übertragenen Sinne, weil es im Prinzip 3 gegen 3 ist. Und wenn du tot bist, bist du tot. Du kannst zwar von deinen Teammates belebt werden, aber das gegnerische Team deckt diesen Respawn dann natürlich ab. Ja. Und das große Ziel ist dann, 7 Siege in Folge zu holen, ohne Niederlage. Da gibt es dann extra besonderen Loot, den du nur wirklich bekommst, wenn du die 7 Siege hast. Okay. Das ist dann wirklich richtig competitive, ne? Also kann man sich nicht selber wiederbeleben. Das heißt, man muss von einem Teammate wiederbelebt werden. Und man hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen. Also wenn jetzt einer dabei ist, der irgendwie 10-mal stirbt und man hat nur 5 Wiederbelebungen fürs ganze Team. Dann lieben ihn alle, genau. Dann gibt es da besonders starke Gegner drin. Wenn man die erledigt, dann kriegt man wieder so ein Wiederbelebungstoken, heißt es dann. Kriegt man wieder zurück. Und die Bosse halten dann halt wirklich sehr, sehr viel aus und teilen dementsprechend auch viel aus dann, ne? Okay. Ist schon ziemlich cool. Ich bin wieder da. Ich krieg hier noch ein Scharfschützengewehr, habe ich nicht gefunden im Level. Fuge 55. Ja, ich habe auch noch eine Flammenwaffe gefunden. Oder geschickt bekommen, die ich verpasst hatte. Also dieses Belohnungssystem hat mich jetzt schon, muss ich sagen. Es ist... Mit Loot kann man mich sehr leicht... Ja. Na, dann wäre Destiny das Richtige für dich, weil Destiny ist wirklich... Wie gesagt, wenn man darauf steht, die eine besonders starke gerade Waffe zu haben, dann läuft man so eine Mission oder so ein Raid dann auch wohl ein paar Mal mehr. Also.
Ja, die Waffe sieht auch total geil aus, die ich jetzt gerade habe. Die hatte so richtig so eine Flüssigkeit in der Mitte, wo der Pegel tatsächlich auch stimmt. Und die hat, zündet wohl Leute an. Wenn du jetzt damit schießt, dann... Und hat zusätzlich Munition. Wenn du jetzt damit schießt, dann hat die diese Flüssigkeit, wenn das Magazin sich leert, wird die Flüssigkeit weniger. Ja, das ist ja geil. Das ist wieder voll. Das ist quasi eine Railgun, die ich hier gefunden habe. Ich, bei mir ist immer alles, ich übersetze alles immer in Quake-Waffen. das ist die Railgun. Warte, hier, siehst du? Oh ja, So ein blauer Strahl, den sieht man kaum, weil der so schnell ist. Die Panzerfaust habe ich auch, hier. Ach, guck mal, die hat dann noch so... Die smurft dann noch. Ja, krass. Allerdings auch nur 3 Schuss, also die müssen dann auch sitzen. Ich guck mal rein. Dein Helm ist geil. Dein Helm sieht cool aus. Du hast dich aber heute auch mehrfach umgezogen. Ich habe mich ein bisschen hübsch gemacht für euch. Ich habe mir gedacht, dem Anlass entsprechend. Wer ist er denn? Den haben wir gar nicht eingeladen. Oh, ihr macht ihm einen Pfeil auf den Kopf. Oh, jetzt habe ich mich selber getötet. Ja gut, ich muss jetzt hier auch mal zum Ende kommen. Ich krieg gleich noch Besuch von meinem Kumpel, der übrigens der Destiny-Spieler ist. Der Alex. Ach, guck an. Der ist der Pro. Dann liebe Grüße an ihn. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tidus, vielen, vielen Dank fürs, an die Hand nehmen und durchführen. Fremden führen. Das war ein großer Spaß. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. Das war echt top. Also ihr seid herzlich dazu eingeladen, wenn ihr mal, egal ob off oder on-stream, wenn ihr mal so eine 6-Mann-Raid das mal erleben wollt, ja, dann sagt einfach gerne Bescheid. Auf jeden Fall, ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich mit deinen Jungs spiele oder mit dir, dass das vielleicht so ein bisschen eine kleine Diskrepanz gibt, weil ich so gut bin. Ach so, ja. Meinst du, die fühlen sich verdrängt von dir dann, ja? Ja, das ist dann ja auch ein bisschen unangenehm für die. Also, aber nee, können wir ja, gerne machen. Für alles schwierig. Titus, vielen Dank. Schön war das. Etienne, auch gerne. Vielen Dank. Ja, danke, Fabian. Hat Spaß gemacht. Und Dankeschön an euch beide auch. Gerne wieder, ne? Haut rein. Sehr gerne. Schönen Abend an euch beide. Macht's gut. Genau, schönes Wochenende noch. So, Leute. Das war's jetzt erstmal hier mit Destiny und mit dem Stream. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht heute. Destiny 2 auf jeden Fall für alle. Ich meine, hier ist eh der Suchtmeister hoch 10 hinter mir. Ihr seht es, man kann also auch jetzt mit dem DLC, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Man wird direkt auf Lichtlevel 1600 gesetzt und dann kann man eigentlich auch direkt loslegen. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Fast schon ein bisschen zu viel Bock. Ich habe ein bisschen Schiss. Das ist so, es triggert schon viele so schnelles Ballern, dazu Loot. Leveln und so, das ist schon... Ja, macht schon Bock auf jeden Fall. Checkt es ab. Lightfall ab sofort, der DLC überall zu haben. Danke nochmal an Bungie und Destiny 2 hier für dass ihr Fabian und mich ausgewählt habt, hier das Spiel auch mal so in der Form zu zeigen und zu zocken. Danke nochmal an Tidus. Das war echt mega, wie du uns hier durchs Spiel geführt hast und uns alles erklärt hast. Wir hatten viele Fragen. Und jetzt...